Das werde ich rausfinden. Das werde ich herausfinden. Erst nochmal zur Person. Es ist ja nur 25 Jahre her, dass ich Ihnen begegnet sind und dass ich bei Ihnen arbeiten konnte. In diesen 25 Jahren waren Sie dann dauernd aktiv. Mich würde interessieren, welche Stationen in der Zeit für Sie besonders wichtig und interessant waren. In den 25 Jahren Zeitdokumenta, das wäre Quatsch, wenn ich da nicht Münster sagen würde, weil Münster war im Grunde die einzige wirkliche Station, die ich da noch hatte. Dann war ich war laufend in Köln. Köln war für mich eigentlich immer unwichtiger geworden, muss ich sagen, aus verschiedenen Gründen. Und ich war dann, also ich würde sagen, es war Münster, das wäre Quatsch, was anderes zu sagen. Also die Lehre da, oder? Nicht die Lehre. Ich habe einen Neubau gemacht, das war die Hauptsache. Mhm. Das war sehr viel von meiner Tätigkeit da. Und ich habe, Lehre war gut, das war vielleicht allerhöchste Drittel. Ich war Rektor dann davon 12 Jahre. Mhm. Und ich habe 6 Jahre lang auch als Rektor noch Vorlesungen gemacht und Seminar. Aber ich habe dann doch aufgegeben, als der Neubau sehr intensiv, arbeitsintensiv wurde. Ich habe dann aufgehört und habe dann natürlich wirklich nur noch um Management gekümmert und um Baumanagement. Sonst hätten wir das nicht hingekriegt. Ja. Aber trotzdem war Münster, weil es kommt zusammen, es waren sowohl organisatorische Tätigkeiten, es waren Vermittlungstätigkeiten, es waren auch kunsthistorische, ich habe auch viel geschrieben in der gleichen Zeit noch. Und aber Münster war die eigentliche professionelle Basis. Man wird ja doch aufgefressen durch so eine Organisation. Das habe ich immer bezweifelt, ja, wenn man sich auffressen lässt. Also ich saß auch am Schreibtisch zwischendurch, habe Meinungskram gemacht. Und aufgefressen wurde man eigentlich nicht. Ich glaube, das ist so ein Klischee, was man gerne verbreitet. Weil man möchte ja gerne aufgefressen sein und vollkommen durcheinander durch das Viele, was auf einen einstürmt. Ich halte das auch teils für ein selbstfabriziertes Märchen, teils manchmal auch für eine Art von Angeberei oder so, wie furchtbar viel man zu tun hat. Man hat an der Hochschule, an der Akademie, an einer Kunstakademie, weder als Künstler, noch als Theoretiker, noch als Organisator oder Rektor, ja, so viel zu dessen aufgefressen wird. Man hat zu tun, das ist ganz klar. Und je nachdem, das macht man sich auch selbst zurecht, was man tut. Man kann sich sehr wohl hochkarätig heraushalten, man kann sich aber auch engagieren. Ich war immer dazwischen, würde ich sagen. Also ich habe mich nicht ganz rausgehalten, das konnte ich auch nicht. Aber ich habe mich auch nicht so engagiert, dass ich aufgefressen war. Ich glaube, ich hoffe nicht auf jeden Fall, ja. Aber wie gesagt, Münster ist die zweite Station, bleibt sie auch. Ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung. Als ich angefangen habe, das Interview vorzubereiten, bin ich auf eine Berichterstattung in der Art gestoßen über diesen Future Generation Art Prize, den Herr Pinchuk, dieser russische Milliardär, auslobte. Und da waren Fotos von der Party und die großen europäischen Kuratoren saßen da alle, lümmelten sich in den Sofas. Im Hintergrund sah man die Pin-Up-Girls tanzen. Und da habe ich gedacht, ja, also das ist jetzt der Kontrast. Ja, sie krempeln die Ärmel auf und engagieren sich in Münster. Auf dieser Party hätte ich auch keine Ärmel aufgekrempelt, mit Sicherheit. Ob ich da was die Pin-Up-Girls im Hintergrund tanzen mögen hätte, weiß ich nicht, aber ich hätte garantiert keine Arme aufgekrempelt. Nein, nein, nein. Und das haben auch die anderen nicht getan. Das war eine Party ist eine Party und eine Tätigkeit ist eine Tätigkeit. Ja, ich habe mir überlegt, ob man das so symbolisch nehmen kann für einen bestimmten Zustand, den die Institution Kunst, vertreten durch diese großen Kuratoren, angenommen hat. Also, dass immer mehr dieser Bereich, auch des Prominenten und des Prominentseins in den Vordergrund rückt und sozusagen das Interesse der Kunst in den Hintergrund. Die Kunst wird nie durch große oder kleine Kuratoren vertreten. Das können sie nämlich alle nicht, die Kunst vertreten, sonst wären sie Künstler und würden selber Kunst machen. Und selbst die großen Kuratoren, von Harry Seemann bis Obrist oder so, die würde ich sicher selber als Künstler geben und sehen, selbst die haben selber nie Kunst gemacht. Auch Harry hat nie Kunst gemacht, auch Obrist hat nie auch nur eine einzige Zeichnung hergestellt, sondern es war immer nur der Zugang zur Kunst, der irgendwo etwas chaotisch genug war, dass man sagen, Gott, wie künstlerisch. Also ich glaube nicht daran, dass Kuratoren jemals Kunst vertreten können. Sie können sie vermitteln, sie können sie sortieren, sie können sie weiter transformieren, sie können neue Formen der Transmission, sie können neue Formen der Kenntnis von Kunst vermitteln, aber nicht mehr. Ah ja. Und auch heute noch. Das finde ich ganz interessant. Ich glaube, später kommen wir nochmal auf die Rolle der Kuratoren zurück und die Rolle der Künstler im Vergleich.
Wenn wir heute im Museumsbereich schauen, dann herrschen überall leere Kassen und die Museumsdirektoren opfern den Löwenanteil ihrer Arbeitszeit eigentlich für Fragen der Geldbeschaffung. Das halte ich auch für ein Märchen. Halte ich absolut für ein Märchen. Wenn ein guter Museumsdirektor sieht heute, dass er einen geschäftsführenden Direktor beigestellt kriegt, das wird er immer bekommen, weil auf den glaubt die Politik mehr Einfluss zu haben. Das ist dann meist ein Halbpolitiker oder sonst etwas. Mhm. Und jeder, der ein bisschen weiß, dass Geldbeschaffen wichtig ist heute, wird sehen, dass er einen Mann kriegt, der das besser kann als er selber. Also wo immer ich funktionierende Museum sehe, von Walraff Rickerts Museum oder von dem Kunstmuseum Ludwig sein Köln bis nach Amsterdam, gibt es immer eine Art, irgendeine Art, wie der heißt es, der Gaudi bis in MoMA, einen geschäftsführenden Direktor, der das Geld zuständig ist. Natürlich muss auch der Direktor manchmal repräsentieren, muss sehen, dass nur der anschleppt, dass er irgendwie überzeugt oder so. Der muss eine gewisse Strahlkraft ausüben, aber er muss nicht das Geld wirklich beschaffen, dass die aufgefressen werden, halte ich auch für ein Märchen. Das heißt, mit Fantasie sind die Spielräume für eine unabhängige kuratorische Praxis immer da? Nee, wenn die Politik es erlaubt, die Politik ist da, das Geld ist das eine, das ist ganz klar, da ist die Fantasie sehr, sehr hilfreich dann. Aber die Politik, die kann extrem behindernd sein. Und wenn die Politik, da ist das pro Argument der Besuchermassen, die man da reinschaufeln soll und so, das ist, glaube ich, hinderlicher. Mhm. Aber selbst das ist nicht so, dass man es nicht umgehen kann. Man kann immer wieder erfolgreiche Ausstellungen mit vielen Besuchern machen und noch ganz neue Ausstellungstypen erfinden. Und es wird funktionieren. Man kann auch ganz neue Dinge machen. Ich habe zum Beispiel seit dreimal mache ich jetzt schon diese Projektionsbiennale in Bad Rothenfelde. Mhm. Die war diesmal ein durchschlagender Erfolg. Die ist wirklich durch. Die hat jetzt 150.000 Besucher gehabt, die nichts bezahlt haben, aber gezählt wurden. Zum ersten Mal wurde das bezählt. Die war gefühlt sowieso ein großer Erfolg. Und es war eine ganz neue Form, Kunst zu präsentieren an einem Ort, der sehr extrem ist, dieses Kartierwerk. Mhm. Und mit einer Technik, die sehr konventionell ist natürlich inzwischen, aber nie emanzipiert wurde von ihrem Vorlesungsdienst, von dem Vortragsdienst, sondern die immer zum ersten oder von ihrem Dienst als Teil der Lichtkunst oder irgendetwas, im Teil der öffentlichen Kunst mit so projiziert wird, sondern das richtig als Ausstellung verwendet worden. Und das hat sich sehr, sehr durchgesetzt. Wir haben letzten Samstag noch eine Abschlussdiskussion mit Peter Weibel und mit Herzogenrath. Und die war eigentlich wunderbar, muss ich sagen. Und mit drei Künstlern noch dazu. Und die war sehr, sehr gut. Mhm. Ja. Ich habe den Internetauftritt mir angeschaut. Ich fand es hochinteressant. Welchen Internetauftritt? Von Bad Rundfeld. Ach, also die Lichtkunst. Ja. Nicht die Lichtkunst, die Projektionskunst. Projektion. Lichtkunst wollen wir gerade nicht. Licht ist das Mittel zum Zweck in der Projektion, der Selbstzweck bei der Lichtkunst. Und das ist ein großer Unterschied. Mhm. Lichtkunst ist James Turrell. Mhm. Aber Projektion ist dann jemand wie, sagen wir mal, Take oder so, egal wer. Ja. Und ja, wie gesagt, da hat man Take haben wir zu Hause hängen. Ja, tatsächlich. Ach, ja, so eine kleine Arbeit damit geschenkt. Ein Ei oder was? Von Frau Schimming. Fotoarbeit. Ja, Fotoarbeit. Ja. Ja, den finde ich also sehr gut eben, ja. Mhm. Den habe ich eigentlich entdeckt vor 2 Jahren erst, ja. Und der hat jetzt doch schon ziemlich, der ist sehr schnell, der ist ein sehr erfolgreicher Designer gewesen, also er hat eine gute Basis und wird auch von seiner Frau jetzt extrem, jetzt geheiratet ist er, extrem peinlich gemanagt manchmal, bis zur Peinlichkeit gemanagt, aber nicht ganz unprofessionell. Die war ja früher Heike Kurze bei der Galerie in Düsseldorf und hat sich jetzt den Take gekrallt, richtig gehend, und möchte den weiterbringen. Muss es schaffen. Also manchmal ist er auch im Weg, muss ich sagen, ja. Ich fand es ganz interessant, weil ich erinnere mich an die Dokumente 8 und da ist mir eine Arbeit in Erinnerung, die auch im Bereich der Projektion angesiedelt war, nämlich Christoph Roditschko. Das sind eine total intensive Erinnerung, obwohl man es ja nur ganz kurz gesehen hat. Wenn ich jetzt die Arbeiten in Bad Rodenfelde angucke, stellt man fest, dass sie technisch viel ausgefeilter sind, raffinierter. Die müssen es sein, weil sie erst eine sehr widerständige Wand haben. Der ganze Faux ist dieses Kartierwerk, das ist ein Gestrüpp, was künstlich in die Wand gestimmt hat. Außerdem ist dieses Format natürlich
350, 400 laufende Meter, 12 Meter hoch. Also das sind ja die Berechnungen, natürlich schon technisch. Das gibt ganz wenige, wie ich jetzt auch feststellen musste, Leute, Informationstechnik in Deutschland, die es ausrechnen können auf diese Formate. Das sind ja alles zum großen Teil Videobänder und die müssen ja völlig umgerechnet werden. Und der Tag hat das Ganze künstlich animiert und so, hat er selber nicht geschafft. Fast alle Künstler sind daran gestellt, so Künstler, die also nichts tun als projizieren, wie Xavier de Patrick de Xavier, Xavier de Richemont, sind nicht in der Lage, ihre eigenen Videos umzurechnen auf diese Riesenformate von 350 Meter. Und deshalb, da braucht das schon das. Sonst ist das Video, technisch gesehen, ist es nach wie vor Video. Nur es ist jetzt in der Präsentation natürlich erst ein anderer Anspruch. Und zum anderen ist es aber auch eine andere Technologie, weil es völlig digitalisiert ist, nicht in der Produktion, sondern in der Vermittlung, in der Vorprüfung, in der Präsentation. Die Präsentation geht auf Knopfdruck von einer einzigen Stelle aus auf die ganzen Kilometer. Für sämtliche 10 Projektionen, die im Moment laufen, die laufen hintereinander rechtzeitig, die laufen dann gleichzeitig auf einer Wand, die laufen dann in zwei verschiedenen Wänden und die können alle, die sind so ein System so zusammengebracht, dass sie alle mit einem Knopfdruck bedient werden. Und das gibt's, also ich habe nichts mehr sagen, für Leute, die es wissen, ich weiß das auch nicht, aber ich muss sagen, das ist auf der ganzen Welt nirgendwo möglich, dass man das so konzentriert hat im System und das System derartig simpel mit einem Knopfdruck zugänglich gemacht hat, dass man es macht. Und das ist raffiniert, aber hat mit der Produktion überhaupt gar nichts zu tun. Die Produktion ist nach wie vor hinhalten, Kamera, Video aufnehmen. Diese Perfektion, verlieren diese Arbeiten nicht gleichzeitig an Ortsspezifik und so politischer Durchschlagskraft im Vergleich jetzt zu Wodizko 1987? Aber Wodizko wird das nächste Mal zum Beispiel auf das Kriegerdenkmal vor dem Gradierwerk projizieren und das hat dann genau die gleiche Durchschlagskraft. Das hängt davon ab, man kann auch über Salin und Salz als Stoff der Welt und Salz als Mensch als Salz, alles mit, kann man hier projizieren mit sehr viel Verbindlichkeit, weil das Umfeld gibt das her. Ja. Auf Wodizko kann man wieder irgendwie, also wie auf Documenta, seine Krüppel aus Denkmälern fabriziert, dann kann er natürlich auf dem Kriegerdenkmal projizieren. Und der kann jetzt nicht, ich würde sagen, oder es fällt mir das ganz an, das hängt davon ab, nein, ortsspezifisch muss es sein, sonst ist es nicht geeignet. Deshalb, selbst die Sigalit Landau, die diese Melonensache war, hat es im Toten Meer, also eine Salzwüste im Grunde genommen, fabriziert und es passt wunderbar. Und es ist ein Stück, was also wie aus der Wand gewachsen aussieht und trotzdem eine ganz eigene Lyrik hat. Nein, das geht also alles. Ich glaube nicht, dass das Problem ist, sonst ist das die Chance versäumt. Und die Chance ist groß. Auch, dass man sehr genau ist und sehr ortsspezifisch ist. Schön, jetzt. Ja, wir kommen aber dauernd ab. Nein, wir sind nicht abgekommen. Ja, wir sind ein bisschen schneller vorangekommen, als ich dachte, weil ich dachte, wir gehen nochmal auf einen anderen Punkt ein. Aber ich habe Ihre Fragen vorher ganz flüchtig durchgelesen. Ich höre sie jetzt zum ersten Mal im Grunde. Deshalb ist es auch spontan. Ja, ich denke, so funktioniert das. Dass die dann so schwierig werden. Nein, es ist ganz gut. Ja, ich saß natürlich dran bei den Fragen vorbereiten, dann waren wir gerade zurückgekehrt von der Biennale in Venedig und deshalb war natürlich für mich das ein Anlass einzusteigen auf Fragen, Stand da Gegenwartskunst. Die internationale Ausstellung, die Biese, wie spricht man es aus, Kuriger, präsentiert hat, Illuminatione, hat uns, als wir da waren, eigentlich ein bisschen enttäuscht, weil sie eher zweitklassige Arbeiten bedeutender Künstler zeigte. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich war gar nicht dort. Ich habe so viel Negatives gehört, weil ich gerade auch keine wenig Zeit hatte. Also ich war gar nicht dort, also ich kann jetzt nichts Konkretes fragen, ich kann nur ganz allgemein sagen, was ich gehört habe, warum ich nicht hingefahren bin. Das ist gut. Ja, also man kommt herein und hat erstmal einen Saal mit Tintoretto und so aus, wenn man aus dieser philosophischen Tradition, aus der ich komme, ist man ja immer geneigt, das dann auch als ein Zeichen zu sagen, für eine Gesamtbefindlichkeit zu interpretieren, wieso hier gerade Tintoretto ausgewählt worden ist als Einstieg
in Gegenwartskunst. Tintoretto ja eher ein Künstler einer Spätphase, des Manierismus, des irgendwie übersteigerten, verspielten, sicherlich altmeisterlichen, aber in der Tendenz auch schon Leerlauf. Altmeisterlich Tintoretto nicht. Altmeisterlich sind die Altdeutschen, Dürer. Aber ja. Tintoretto eben nicht mehr. Tintoretto ist ein Durchbruch zu einem vollkommen neuen Verständnis, zum Manieristen versteht man ganz einfach. Aber dessen Verständnis eben nicht mehr altmeisterlich, dass man also das macht, wie es die Vorfahren machten, sondern dass man was ganz Neues machen will, das alles auf den Kopf gestellt hat. Basel, der Bazon Brock, hat nach der Documenta 6 ein Bericht geschrieben, wo er sagt, wo Tintoretto mit Basel jetzt verglichen hat, weil beide auf dem Kopf stehen. Die eine stürzt kopfüber und der andere wird von Basel jetzt gestürzt. Ja, und sagt, das sei das Eigentliche. Man muss natürlich immer die Vergangenheit verstehen aus der Aktualität. Denn er hat also Tintoretto, habe ich gesagt, du hast Tintoretto nur deshalb verstanden, weil der Basel jetzt verstanden hast. Das finde ich etwas dürftig, muss ich sagen. Also so ist es Quatsch, der Zugang ist natürlich anders. Aber das erinnert mich jetzt daran, Tintoretto als Einstieg in Gegenwartskunst oder so etwas, ich finde Manierismus, und zwar doppelten Manierismus. Mhm. Also die Frage ist halt, ist in dem Augenblick der Tintoretto ein Endpunkt oder ein Anfangspunkt? Nein, ein Werbeträger, würde ich sagen. Ein Werbeträger. Ja, Punkt. Und dann kam... Ich gucke jetzt eben Ihre Frau dauernd an und nicht dauernd. Entschuldigung, aber ich weiß es, ich natürlich habe es erkannt, Sie waren damals bei Koi, ich erinnere mich jetzt, Herrgott, 25 Jahre sind viel. Ja, und gar nicht viel. Natürlich, das Gesicht ist natürlich genau das Gleiche. Aber Sie waren, Sie hatten damals eine Freundin, glaube ich, gehabt, mit der Sie in der Vorlesung immer wieder mal zusammen waren. Ja. Das ist richtig, ja. Ja. Und ich habe Sie mit Ihrer... Und aufgesteckte Haare, ja, als Markenzeichen, oder? Nicht immer, nicht immer. Sehr schwarze Haare auf jeden Fall. Aber nicht immer, nein. Und nachher hat sie auch, nachher hat sie dann ihre neue, das waren Sie selber beim Schwimmbad, beim Sprung, auf dem Sprungbrett mit sehr eleganten Sprüngen und Schwüngen, ja. Klar, jetzt habe ich es wieder im Kopf, ja. Okay, gut, ich wusste nicht, dass ich nachher geheiratet habe oder dass ich überhaupt da kennengelernt habe, wahrscheinlich, ja. Wir haben uns vor 10 Jahren kennengelernt, vier Jahren geheiratet. Aha, also, gut, noch nicht so lange her. Nee, ist gut, also das ist mir vollkommen neu natürlich die gemacht. So, jetzt habe ich aber einen Zusammenhang jetzt. Ich habe mich vorher gewundert, dass ich mich eine Käusenschülerin überhaupt nicht erinnern sollte. Normalerweise erinnere ich mich dann schon, aber ich habe mich, glaube ich, jetzt... An Sie habe ich mich erinnert, als immer im Doppel. Ja, das damals, ja. Ja, und das war so. Ja, und deshalb hatte ich zunächst die Ablösung gebraucht. Ja, und das war in der und der Paravent, das war dann die Examensarbeit. Ja, das war die Examensarbeit, die erinnere ich. Ja, mit die dem erinnere ich. So ja, klar. Fliegern, ja, ja. Fallenden, ja, springenden ja, ja, ja. Und Sie wohnten dann auch in Köln anschließend, mal. Genau. Ja, klar. Ja, ja, ja. Und so kam auch die Arbeit dann für Karl zustande, ja, dass ja. er im. Bei Karl Burmann gearbeitet hat, der ist ja inzwischen mit seinem Archiv jetzt auch nach Berlin gezogen, beziehungsweise seine Tochter hat ihn umgezogen und da arbeite ich jetzt auch immer noch. Ah ja, gut, prima. Und Burmann lohnt sehr natürlich, klar, ein sehr guter Künstler, ja. Okay, jetzt habe ich viel gearbeitet, jetzt habe ich, das war jetzt wieder die Unterbrechung. Darf ich zwischenzeitlich auch einfach mal Fotos machen? Auf mir egal, aber ich würde mich das hinsetzen. Das ist eine perfekte Beleuchtung. Ja, ja, so. Ja, gut. Gut, aber jetzt machen wir weiter. Ah ja, jetzt waren wir der Biennale stehen geblieben. Und dann gab es den italienischen Pavillon, der war ja ganz besonders und einhellig verurteilt als besonders schlechte Veranstaltung. Ist immer wieder, übrigens von Biennale zu Biennale, war die italienische Ausstellung, also die zentrale Ausstellung im mittleren Pavillon, die war immer absolut verrissen worden. Absolut, selbst als Harry Seemann sie gemacht hat, hieß es ist, er hat viel zu viele Kompromisse mit den Italienern gemacht. Ja. Es waren natürlich viel zu viele Italiener, die Italiener mussten drin. Es war im Grunde, er war von Anfang an ein unpopuläres Prinzip, dass man sich selber in den Mittelpunkt stellt. Und darunter hat er sehr gelitten, weil der war größer als alles. Es war das Pavillon-Prinzip, war aus jeglicher Demokratie genommen, sondern war wirklich absolut gesetzt dann für die Italiener. Und die Italiener waren die Hausherren und die Hausherren dominieren. Und das galt als selbstverständlich von der ersten bis zur jetzt, glaube ich, 58. oder sonst was, Biennale oder so.
Ja, dieses Mal hat es nun also Vittorius Sgarbi geleitet. Ja. Und wer in Italien kennt, weiß, dass er auch eine Talkshow moderiert und Berlusconi-Freund ist. Insofern passte das ja alles. Auf der anderen Seite gab es eine einzige, wirklich, ich fand, geniale Kommentierung von Hanno Rauterberg in der Zeit. Er hat eigentlich geschrieben, nein, das ist der genialste Beitrag, den man machen konnte, weil... freiwillig oder nicht freiwillig, das hat er eigentlich offen gelassen, würde Sgarbi vorführen, den Zustand des Kunst- und Kulturbetriebs in Italien vorführen. Und der Titel war ja L'arte non è cosa nostra, also Kunst ist nicht unsere Sache. Sie haben jetzt gerade schon angesprochen, dass das in der italienische Beitrag immer so ein Problem war. Ja, also lässt sich das Phänomen als italienisches begrenzen oder sind das Tendenzen, die im Kunst- und Kulturbetrieb überall... Also Tendenzen sind es auf jeden Fall. Also dazu gehört die restlose Kommerzialisierung, dazu gehört die weitgehende Korrumpierung. Das ist auch sehr wichtig, natürlich, dass Kommerzialisierung und Korrumpierung in Italien so Hand in Hand gehen wie sonst nirgendwo. Aber höchstens in Amerika weiß ich es nicht so, aber da gibt es zu viele Gegenkräfte wieder. Ja, die Italiener, die Zeitschriften machen damit, die gesamte Kunstkritik macht mit, lässt sich bestechen, die... Kuratoren machen sowieso alle mit diesem Teil dieses Systems. Und Italien ist der einzige Kunstbetrieb, der das Wort System wirklich verdient, weil alles zusammenhängt und alles von allem abhängig ist. Die Kritiker sind abhängig von der Bestechung, sind abhängig von ihr. Sie müssen sich nicht, sonst kommen sie nicht durch. Die werden kaum bezahlt. Und die Künstler sind die einzigen, die in Wirklichkeit unabhängig sein könnten, aber die nicht von Kritikern wieder abhängen in Italien. Und ja, Italien ist ein Sonderfall. Also das würde ich nicht, aber die Tendenzen sind natürlich überall drin. Nur sind sie feiner, sie sind subtiler bei uns. Das heißt, man besticht einen Künstler durch eine sehr gute Kritik oder indem man mal in so ein Atelierfest einlädt. Also es ist nicht so wie hier, dass man einfach zahlt. In Italien. Wo es einfach kostet. Wo jeder Künstler seinen festen Preis hat, wo jeder Kritiker sei, oder fast jeder, ich will es nicht zuschwitzen, aber fast jeder Kritiker sein festes Honorar vom Künstler kriegt, wenn er so und so viel schreibt. Bonito Oliva zum Beispiel, der es eigentlich nicht so unbedingt nötig hätte, ja, aber der hat ganz feste Verträge mit Künstlern, die stehen auf diese Verträge und wenn sie einmal eine Ausstellung für sie machen oder eine Kritik schreiben, kriegen sie so und so viele Prozente davon. Und das sind schriftliche Verträge, da kenne ich etliche Künstler, die in Italien arbeiten, teils aber auch Italiener, und die sagen mir das alle genau das Gleiche. Das ist eine große Selbstverständlichkeit. Also sind solche Vorwürfe, wie jetzt im Kontext der von Ihnen verantworteten Dokumenten, dass gelegentlich Galeristen da Einfluss genommen haben, völlig unbelanglos im Vergleich? Nein, die haben es versucht, aber sind rausgekommen. Die haben zwei Galeristen ein Hausverbot. Bei der Dokumenta 6, nicht bei der 8, aber bei der 6 hatten zwei Galeristen ein Hausverbot bekommen und sind nicht wieder reingekommen. Der eine war Werner, der hat versucht umzuhängen, nachts, wo er sich reingeschlichen hat, mit Hilfe eines, in dem Fall korrupten Hausmeisters. Und plötzlich hingen Baselitz-Bilder ganz anders. Also war unglaublich. Aber dann so, gut, das war der einzige Versuch. Und das andere war, wer war der zweite gewesen? Ich glaube, das ist Heinersdorf. Der hat auch versucht, mich da unter Druck zu setzen. Also der Blur hat es unterlaufen wollen und er hat versucht, das dadurch Druck zu machen. Den habe ich dann auch rausgeschmissen. Aber sonst, das waren zwei Fälle, die sind dann aufgebläht. Künstler hängen nachts im Museum Friedrichshain um und so etwas. Ja. Und daraus wurden dann so Schlagzeilen. Und in der Schlagzeile wird eben alles falsch. Aber das war der Hintergrund, ja. Und bei der Dokument 8 gab es... Da gab es nichts, da kann ich mich nicht erinnern. Da gab es zwar Künstler, die... Auch nicht so der Versuch, so Kombigeschäfte, wenn diesen Künstler, dann den auch noch... Nee, weil das hat bei mir sowieso nie gegeben, weil das habe ich schon bei Projekt 74 komplett richtig, da habe ich ja auch seinerzeit den Päffchen rausgeschmissen. Also nee, oder auch zum... Ah doch, natürlich gab es einen Fall, Kippenberger. Als ich den Fürk rausgeschmissen habe, weil im Kunstverein Nazi-Programm wirklich... besoffen, macht er wirklich übelste Sprüche, muss man sagen. Dann habe ich gesagt, er hat mich rausgeschmissen und dann hat sein Galerist Hetzler, hat dann die Ordre ausgegeben, alle meine Künstler ziehen zurück. Hat die Künstler gezwungen, zurückzuziehen, und ich bekam dann von Kippenberg einen rührenden Brief, wo er mir schrieb, hör mal, ich habe
wir hatten kurz zuvor so ein Büchlein gemacht über freie Kuratoren in Köln, also wir kannten, aber wir waren seinerzeit, wir waren sehr gut befreundet, würde ich sagen. Aber er hat gesagt, schon als Sechsjähriger hat mir ein Vater, Achtjähriger, die Hand genommen, nämlich Dokumente und dachte ich, hier möchtest du auch mal hin. Und jetzt hat er es geschafft, er soll nämlich die Fußgängerzone machen, dann von der Treppenstraße, vom Bahnhof. Ja. Also hat er schon ein sehr schönes Konzept mit Lampen gehabt und so. Und jetzt muss er zurückziehen und er muss es ausgerechnet bei mir machen. Wir waren damals wirklich gut befreundet und er hat sich also wahnsinnig, hat lamentiert, er hat sich selber leid getan, aber er musste zurückziehen, weil der Max Hetzler war wie Werner eben einer, der sagt, wenn nicht alle dabei sind, dann keiner. Und die haben sich dran gehalten. Das hat uns sehr, mir hat es enorm geschadet, weil ich hatte plötzlich einen ganzen Raum zusätzlich, wo ich auch für Kippenberger vorgesehen hatte, frei und musste den dann besetzen mit diesem Franzosen, der das Auto da in die letzte rechte Ecke machte und so. Bacquier. Ja, klar. Gut. Aber sonst nicht. Also so ist für die Deutschen, in Deutschland gibt es auch tendenziell Kommerzialisierung, ist ja klar. Es gibt auch Korruption, aber es ist sehr viel subtiler als Italien. Und es ist nicht typisch für das System. Prima. Aber jetzt sind wir schon bei den Dokumenten. Das ist eigentlich ganz schön, jetzt hier einzuschwenken auf die Documenta 6. Das war die erste Documenta, die ich als Heranwachsender gesehen habe. Sie gilt ja als Documenta, die Selbstbefragung der Medien vorangetrieben hat. Und eigentlich auch hier der verblüffendste oder das Kunstwerk, das am meisten in Erinnerung bleibt, ist dasjenige, das sich am deutlichsten Welche Verweigerung war das Hauptthema von Bremer Wehr? Das war für mich jetzt der vertikale Erdkilometer. Ja, für mich war es die Honigpumpe, aber die beiden, das waren für mich die beiden Pole. Das eine war die restlose Vermittlung von dem, was Beuys sagen wollte, wo er als alles in Didaktik, in Pädagogik und Vermittlung übersetzte nochmal. Und das andere war die absolute Verweigerung gegenüber jeder Entwicklung, entweder Vermittlung, wobei ich meine, die besten Vermittler waren die Taxifahrer damals von Münster, von Kassel. Und weil mit denen habe ich zweimal eine Sitzung gemacht, einen Vortrag gehalten, habe das denen sehr genau erklärt und nachher hat jeder Taxifahrer das weiter erzählt, was ich erzählt hatte. Super. Und wie oft ich das wiederbekommen habe von Taxifahrern, von den Gästen, die sagten, die haben sich gefreut über Taxifahrer, die wollten das erwähnen, die haben es zur Sprache gebracht und haben das also unheimlich vertreten und verteidigt. Ja. Insofern auch diese Arbeit vermittelt auf jeden Fall. Da sind wir schon fast bei der Frage der Kunstvermittlung, weil das ist ja besonders raffiniert. Die Idee, den Taxifahrer einzubeziehen. Das sind die wichtigsten in der Stadt, wo Fremde kommen, das ist ja ganz klar. Weil als wir neulich irgendwann in Wolfsburg im Museum waren, da haben sie offensichtlich das Konzept, dass das Wachpersonal durchaus geschult wird und dann einen persönlich anspricht und sagt, was man einen besonders interessiert, was sie besonders interessiert. Ganz geschickt wird man da hineingezogen in die Ausstellung. Gut, also ich kenne das von München, da haben sie es genauso gemacht. Also jetzt gerade zusammen im Museum Brandhorst zum Beispiel hat zweite genau das Gleiche gemacht, ja. Aber dort wirkt das, ehrlich gesagt, eher peinlich. Man möchte nicht immer vom Wärter angesprochen sein. Und der Wärter bekommt auch so eine Art von Identitätserweiterung, ja, die nicht für jeden angenehm ist. Ich war mit Tage dort mit seiner Frau. Und dem war es furchtbar peinlich. In Brandhorst. Ja, in Brandhorst, klar, bei der Präsentation. Und da, dem war es wahnsinnig peinlich. Und ich möchte da und angequatscht werden oder so etwas, ja. Also das mit den Wörtern finde ich, das erwartet man, dass die Wörter etwas sagen können. Meist ist es dann angelernt und meist ist es noch hingeplappert. Also das war's. Also ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Dafür sollte man lieber professionelle Führungen machen. Dann. Die sind dann besser. Außerdem haben die Wörter andere Sachen zu tun. Die können es halt irgendwie nur beiläufig machen oder so etwas. Sie sollen Bescheid wissen, wenn sie gefragt werden. Aber gut, okay, wir haben... Gut, das war jetzt ein kleiner Exkurs, weil wir waren eigentlich bei der Documenta 6 stehen geblieben und den Polen, die Sie vorgeführt haben. Wie ist eigentlich der rote Faden dieser Ausstellung entstanden damals? Dass wir verzweifelt nach diesem ominösen Konzept suchten, was man immer braucht zu einem Zeitpunkt, wo man es noch gar nicht haben kann. Das heißt, bei Documenta gibt es einen rezeptiven Hinkefuß und das ist, dass man viel zu früh nach einem sogenannten Konzept gefragt wird, das dann nicht als Rezept missverstanden wird, nachdem man die Ausstellung machen kann und dass das gar nicht geht. Sondern jede Ausstellung ist Learning by Doing, das ist dann so und irgendwann am Schluss steht die Ausstellung und
argumentiert für ihr eigenes Konzept, ja. Aber das muss die Ausstellung sein. Und das ging also, man die Dokumenta 5, Harry Seemann, die hat das Konzept dreimal von Füßen auf den Kopf gestellt, wieder zurück und nochmal zurück. Dann erst soll das 100-Tage-Ereignis der Stadt sein, Ereignis 100 Tage. Dann soll das ins Museum zurückkehren, dann soll das Ausstellung sein, ganz normal, dann soll das Museum, dann kehrt die Kunst im Museum zurück. Am Schluss war es eine relativ normale Museumsausstellung mit keineswegs musealer Kunst. Und das war die Spannung dabei. Das hat es auch sehr spannend gemacht, dass er aus dem großen Pott, der sich angesammelt hat, von Innovationen in den 60er Jahren, im 20er, als erster das große Fazit ziehen konnte. Und das war, aber hatte nichts zu tun gehabt. Während sonst muss man immer das, und er hat so gelitten unter dem Kunst. Deshalb hat er das zweimal, dreimal umgedreht, weil er einfach sagt, ich kann es noch nicht. Der hat auch mit Sicherheit was in den Fingern gesorgt, was seiner damaligen Mentalität, nämlich alles wird happening, alles wird event, entsprochen hat. Dann hat er gemerkt, das geht nicht. Und genau das Gleiche war auch bei der Dokumenta 8. Wir mussten uns verzweifelt absetzen von der Konzeptidee, weniger von Harry Seemann als von Batz und Brock, der nachher in seiner Besucherschule nochmal aus dem Chaos von Harry eine didaktisch durchinstrumentalisierte Veranstaltung gemacht hat. Ganz extrem. Und die waren, und die waren nachher, und die hat funktioniert. Er hat sogar geschafft, die, nicht mehr die individuellen Mythologien und die hyperrealistische Malerei unter ein Dach zu bringen. Er hat es geschafft. Er hat auch den Medienaspekt sehr deutlich in den Vordergrund gestellt, eben die Frage wie, sehr betont. Und wir wollten dann, wir haben überlegt, was bleibt uns, haben wir gesagt, also weil Harry hat sich dem eigentlich entzogen, der Brock'schen Veranstaltung. Eigentlich haben wir etwas Honig gesaugt aus der Idee von Batz und Brock, dass es nicht wenig auf das neben dem Was ist auch auf das Wie, die uralte Frage für Kunsthistoriker, die schon seit 150, seit Fiedler allerspätestens noch wichtig ist. Und das hatten wir dann zum Thema. Dann hat, ich weiß nicht, ob es Evelyn Weiß oder Hunef oder ich weiß es nicht, oder Lothar Romer oder so, ich weiß es nicht mehr, wer es war. Irgendwann war in einer Sitzung oder in einem Gespräch, war dann, wir machen doch einfach eine Mediendokumente. Da wusste ich nicht mehr, was darunter zu verstehen war. Dann sagte irgendjemand, wir können doch nicht nur Video zeigen. Und dann sagte, ich weiß nicht mal, irgendjemand sagte dann, da gehört genauso Malerei dazu. Und dann kam man dazu, die Malerei reicht von der damals sehr aktuellen analytischen Malerei, fundamentale Malerei, oder wie das damals hieß, bis zu Video und bis zu Center Beam, wo die ganzen Mädchen in ihrer Visualisierung gezeigt worden sind. Und das war das Thema dann, und das ist zwar deshalb nicht verstanden worden von vielen Kritikern, weil sie immer noch die Mädchen mit Gattungen verwechseln, weil das mit den alten Gattungen dann identifiziert wurde, und das war es natürlich nicht. Weder die Malerei war in dieser Substanz eine Gattung, sondern sie war dann tatsächlich ein Medium gewesen, das sich selber reflektierte. Es war sogar ein Prototyp, die weiße Malerei mit irgendwelchen Flecken drauf, Kuno Goncho und Bob Reimann und so, das ist ganz klar. Und das war eben dann ein Medium geworden, und das war richtig so. Und das hat diesen medialen Aspekt auf die anderen Dinge projiziert und auch natürlich Video, da hat jeder kapiert, ja klar. Und so kam es zu diesem Mädchenthema. Es war der Versuch, vorzeitig eine Art von Suchanweisung für Themen und für Probleme zu haben, aber keine, und das Problem wird immer dann daraus, wenn man diese Konzeptidee, die man ursprünglich mal vorgeben muss, nicht für sich selber, sondern für die Werbung und für die Journalisten, die was schreiben wollen. Und so kam es zustande, viel zu früh an die Öffentlichkeit gegangen, bevor wir es überprüft hatten, bevor wir die Abweichungen davon, dass man nachher auch wollte, die Maria natürlich unter diesem Konzept bringen konnte, dass man auch die Spurensicherung unter dieses Konzept irgendwo einordnen konnte, nicht als das große Gegenposition dazu. So kam es dazu, und am Schluss hat sich meiner Meinung nach sehr bewährt. Es hat als, dann kommt noch etwas zu, Konzept ist meistens kein Modell, es wird verstanden, nach diesem Modell macht man eine Ausstellung. In Wirklichkeit erklärt man die Ausstellung nach diesem Modell später. Im Grunde ist das sogenannte Konzept, das war bei Bürgel ja auch so, dass es überhaupt nicht funktioniert. Das bricht immer wieder auseinander, weil er die falschen Fragen hatte. Die waren schwachsinnig. Aber bei Batz und Brock hat es auch nicht funktioniert, weil da war die Ausstellung selber und Batz und Brocks Besucherschule waren dualistisch. Das waren zwar relativ verschieden, wie überhaupt der Katalogtext von Hans-Heinz Holz, der war gegen die Ausstellung sogar. Also die Dokumenta 5 ist natürlich immer nach wie vor ein Modell auch für Missverständnisse. Deshalb komme ich immer auf Dokumente, weil da hat mir am meisten daraus gelernt und am meisten auch mir
darüber gedacht, was man kann. Der Katalogtext von Holst, das war ein ganz linker Text, der war absolut, der hat die Ausstellung vernichtet. Die Besucherschule von Batzun, das war ein in sich sehr schlüssiger Gedankengang, das war die schlüssigste Besucherschule, die jemals gemacht hat, aber die hat es didaktisiert und instrumentalisiert und hat im Grunde nochmal eine ganz riesige Themenausstellung gemacht, was damals schon anfing, verdächtig zu werden. Und die Documenta 6, die hat versucht, diesen Gegensatz produktiv zu machen, indem sie erstmal das Konzept sehr allgemein hielt, dass man sagt, Medium ist dann alles, das heißt, es hat uns keine Auswahl vorgegeben, aber es hat Gesichtspunkte eingebracht, die spannend sein konnten. Nachher waren sie eben nicht immer spannend, weil die Leute finden immer natürlich Malerei nicht spannend, das war eben ein Saal mit weißen Bildern, hieß es nachher, und gut, okay, wir fanden es spannend, aber es war halt anders. Und so kam es, das kann ich zum Konzept sagen, sonst Konzept ist eigentlich kein, darf nie als Rezept verwechselt werden, nachdem man eine Ausstellung machen kann und nachher abhaken kann, ob das da ist. So wie man durch italienische Museen geht und sagt, ist das da und dann abhakt im Kunstführer, sondern das muss eine Gebrauchsanweisung fürs Denken sein und für die Ausrichtung des Denkens, eine Suchanweisung, die aber keine Antworten enthält noch, sondern Fragen. Mhm. Finde ich einen ganz schönen Begriff, also das Konzept als Suchanweisung. Es ist eigentlich ein Doppeltes. Einerseits ist das Konzept eine Suchanweisung, andererseits entsteht das Konzept eigentlich erst in der Lektüre der fertigen Ausstellung. Richtig. Ja, man kann natürlich auch mit dem Konzept reingehen in die Ausstellung, aber man muss es dann dort finden, das Konzept. Eine Findens, oder das heißt, bedeutet ja, sie wird jede einzelne Arbeit auf der bestimmten Linie eintragen, wenn es einem Konzept folgen soll. Und das ist für mich auch das Grundproblem dieser ganzen vorweggenommenen Konzepte, dass man dadurch Verständnislinien durchgeht. Das hat der Bürger gemacht, der versucht, zwei Fragen durch die Ausstellung zu schicken. Und die Leute, suchten diese Sachen und fanden nichts davon. Das war alles so blöd. Außerdem war es so dumm, so simpel, es war so. Das hat überhaupt so nicht Kinder, funktioniert. Nein, es war kinderbuchmäßig. Es war das Ganze infantilisiert, im Grunde genommen. Ja. Also das war auch ein bisschen, glaube ich, ein Tiefpunkt jetzt dieser ganzen Dokumentargeschichte, diese Migration der Form bei Herrn Bürgel. Die Migration der Form, das hat Riedel schon gemacht, also die altrömische Kunstindustrie untersuchte und feststellte, dass diese Spangenformen plötzlich da und dort und dort, die altrömische Kunst besteht teils aus gotischen Spangen und teils aus Gemmen von römischen, und das war die Kunst, die hat Wanderungen vollzogen, und das nenne ich jetzt auf die Gegenwart zu, dann landet man bei einem Strick von Buri, mit einem Strick von Buri bei irgendeiner japanischen Fesselerotik. Und beides war drin. Und das war so, als blöder kann man es nicht mehr machen. Also ich habe noch von Bürgel und Ruth Noack ja persönlich gemachten Audioguide in Erinnerung. Das waren ja fürchterlich salbungsvolle Kommentare, wo man plötzlich, also Migration davon, wo es plötzlich den Transfer gab zu dem Rasen in der Aue, nur weil irgendetwas grün war im Innenraum. John McCracken, die grüne Skulptur. Also, stehen wir vor dieser Skulptur und wenden uns nach draußen, und was erblicken wir? Das Entscheidende ist offensichtlich, dass dieses Konzept, was als Suchanweisung gilt, ja am Ende irgendwie den Nerv trifft, den aktuelle Kunst gerade, oder was aktuelle Kunst gerade beschäftigt. Und in dem Augenblick erst. Also hat es beschäftigt, die Gegenwart der Vergangenheit, die Zukunft, die Archäologie von morgen, von heute, die Archäologie von heute, die Gegenwart von heute, die Archäologie von morgen ist, das hat niemand jemals beschäftigt, wenn er sich Kunst angeguckt hat, muss ich sagen. Das war eine Frage, die war so kunsthistorisch, epochenkritisch oder wie sagte man früher, diese Periodeneinteilung, die man wieder hatte, das war so absolut aus irgendeinem rein immanent kunsthistorischen Denken raus, was niemand überhaupt jemals vollzieht. Das war draufgeklebt. Ja, in die Richtung wollte ich jetzt gar nicht lenken, sondern ich habe jetzt gerade eher gedacht an die Documenta 8 dann, die zweite von Ihnen verantwortete, wo ja die historische, kann man so sagen, historisch-soziale Dimension der Kunst eine Rolle spielt, aber eigentlich aus den Werken heraus sich das für den Betrachter erschloss und nicht nur, wenn er das Konzept vorgelesen hat. Das hat sich bei einigen Arbeiten mehr entschlossen als bei anderen Arbeiten. Aber wenn man so sieht, da gab es solche festen Stützpunkte für die ganze Verständnis. Da gehörte Hamilton Finley dazu, das war die sozialhistorische Geschichte. Dann gehörte dazu, jetzt muss ich selbst überlegen, was das so. Dann gehörte, was hat nur da oben, natürlich der
Blitzschlag gehörte dazu, das war Beast Boys, das war die Gegenwart. Und es gab so ein paar, es gab zahlreiche Arbeiten, sogar dann Kiefer gehörte dazu, dann gehörte, und dann gehörte auch der, nicht die allerwichtigsten, subtilsten, es gehörte Roberto Longo dazu. Und so. Das waren so ein paar Arbeiten oder unten der... Ja, ich finde aber auch unten in der Orangerie bei Andreas Brandolini. Richtig, nein, das war, ja klar, das war klar, nein, das war, das, die, das war die Designabteilung. Und die war, ich habe, das hat man auch sehr, das hat man am wenigsten verstanden, das Design, warum Design ein Teil der Kunst war hier, weil die Kunst selber zum Design wurde und mit dem Design kokettiert hat mindestens. Und das war eben die Konsequenz, um den Unterschied zu zeigen. Das hat Art zum Beispiel, die, der arme Nemetschik, der hat es überhaupt nicht verstanden. Der hat einfach die Kunst, die er noch von Bode her für heilig hält, dass die mit dem Design durchmischt wurde, verpanscht wurde. Und das war nicht so gedacht, sondern es war nur der Versuch, dass wir sagen, man kann es so machen, dann wird es Design, man kann es so machen, dann wird es Kunst. Und das sollte herauskommen, und wenn man das verstanden hat, dann hat man es auch, dann war es anders präsentiert, dann war es Design präsentiert durch eine Schräge, das war sich entgegengekippt fast einem. Und das war dann auch richtig so, aber das, wie gesagt, das kam offensichtlich nicht an. Aber es war ja schon Kunst, die dort ausgestellt war, also und nicht Design, insofern, als sich hier diese Künstler reflektieren, was natürlich, sie tun. Also wenn man jetzt Ange Leger auch ganz am Schluss dabei ist, ganz klar, natürlich, das war schon vor uns Autodesign, auch wenn es von Mercedes war, ganz klar. Natürlich, also deshalb, das war reflektiert, das war auch so Kunst, das war nicht außer Leger war Kunst, das war klar, das war, hieß ja auch Narzissis, das Ganze, das war eine Spiegelsituation, die er sehr weit ausgedeutet hat. Ja. Auch ein Kommentar zu der natürlich auch ein Kommentar zur Werbung und zur Präsentation und zur wahren Welt überhaupt, zur wahren Ästhetik natürlich, wie es damals hieß, ja. Und damit kommt man eigentlich dann, jetzt haben wir die Dokumente 8 abgearbeitet, wenn man jetzt weitergeht, rückt bei etwa bei Katrin David ja immer mehr auch die Kritik an der Institution dieser Ausstellung in Vordergrund und verbindet sich da mit Versuchen irgendwie noch stärker aus dieser klassischen Ausstellungsstruktur herauszugehen. Sie wählt da diesen Begriff des urbanen Parcours. Wann hat sie jemals den urbanen Parcours gemacht? Es war doch überhaupt nichts. Stadtwagen, da kann ich immer noch Bahn hören, immer noch Stadt. Was war denn in der Stadt? Es war doch gar nichts in der Stadt. Also sie hatte das Glück, dass es den Kulturbahnhof zum ersten Mal gab. Ja, aber das war nicht urban, das war ein Kulturbahnhof, das war ein anderer Ausstellungsort. Und die Realität bleibt hinter dieser Formulierung zurück. Nein, die Formulierung ist... Es gab in der Fußgängerunterführung zum Bahnhof... Da gab es diese Verklaufkauf, Laden, das war doch keine Pause. Das war lächerlich. Also tut mir leid, also Katrin, muss ich sagen, ich fand sie am Anfang sehr gut, als ich mit ihr zusammen die Fellbacher Kleinplastik-Triennale machte. Die habe ich einmal gemacht, dann im Jahr vorher. Und da hat sie den französischen Beitrag gemacht. Und da fand ich sie sehr gut. Da hat sie geschafft, den Katalogtext noch nach mir zu liefern. Das bedeutet sehr viel. Und sie hat auch eine ganz strikte Auswahl gemacht von 10 Franzosen, wo ich immer dachte, in Deutschland ist man da so unter Beschuss und muss so viel Rücksicht nehmen. Das hat sie gar nicht. Und das fand ich als sehr gut. Dann, als sie angefangen hat, Dokumente zu machen, habe ich erstmal sehr positiv auch geäußert. Habe es Carlos Schmidt gesagt, auf seinem Käseblatt. Und dann plötzlich kam sie mit diesen unheimlich poststrukturalistischen Anforderungen an die Kunst. Dann konnte man ihr überhaupt nicht mehr reden. Dann hat sie geredet wie Lucy, nicht wie Lucy Liebert, sondern wie Rosalind Krauss. Mhm. Und man konnte mit ihr eigentlich gar nicht mehr normal reden. Dann hat sie auch mal gesagt, sie hasst die Kunst. Und das hat man nachher in der Ausstellung gemerkt. Das ist das, was in meinem Kopf am meisten für ihr geblieben ist, ja. Dass ich uns, also eigentlich habe ich das Gefühl, sie mag die poststrukturalistische Theorie, aber die Kunst selber mag es nur dann, wenn sie so überrationalisiert oder ausgetrocknet und verdorrt ist, dass es eigentlich gar keine Kunst mehr ist. Aha. Also das war mein Problem mit dieser, ich habe es sehr übertrieben jetzt, aber das war mit dieser Auto. Das heißt, mit Katrin David kam die Theorie. Und kam das Übermaß an Theorie in die Ausstellung, in die Dokumenta. Und die Konjunktur französischer Philosophie. Und die Konjunktur französischer schon etwas in die Jahre gekommener von Philosophie damals. War nicht mehr der jüngste Schrei, sondern es war schon der Postschrei. Mhm. Ja. Und das hat sie, und das ist damals gleichzeitig auch in Amerika gelandet, in der Zeit schon Oktober. Die hat das dann wirklich ganz gnadenlos thematisiert alles. Und ich habe mich mal mit Bob Morris drüber unterhalten, der mit Rosalind Krauss ja sehr eng befreundet ist, oder war, ja.
Und der hat das mal, ich habe es selber auch nicht so gewusst, dass die Oktober, die Oktober kannte ich natürlich immer, aber der hat dann auch furchtbar geschimpft und ihr mal verboten, dass sie eine Arbeit von ihm interpretiert. Aha. Und als irgendwo die Kathrin David, kann ich mir vorstellen, könnte ich mir vorstellen, dass auch Künstler sich gegen sie wendeten, dass diese die Idee, dass man die Dokumente so mit Konferenzen auflädt, mit rein theoretischen Konferenzen, das haben zwar die Kasselaner zum Teil als Gelegenheit, mal Leute wie McLuhan und so zu sehen, hochinteressant gefunden. Aber die Künstler fanden es einen Witz, ja, und die Nicht-Kasselaner hatten gar nichts davon. Das heißt, es war eine Verkennung dieses Sic Rotto, Sic Salta-Prinzips, das sie die Ausstellung eigentlich hat, ja, indem man einfach die Ausstellung in Ereignisse, womit es höchstens mal 500 Leute, 10 mal drin sein können, also 5.000 bei 500.000 so Besuchern, sagen wir mal, groß und ganz. Also das ist im Grunde die Paralyse der Ausstellung in Konferenzen. Es wirkt sehr paralytisch. Obwohl das ja noch gesteigert worden ist dann bei Okwe Enweso. Ja, aber der hat es im Vorfeld gemacht. Der mit den Plattformen. Ja, der hat es im Vorfeld gemacht. Das fand ich noch schlimmer. Weil das hat, die Plattformen sind ja publiziert bei Hatje, ja? Ja. Die sind ja absolut unlesbar, muss ich sagen. Da ist auch keine Redaktion drin gewesen. Die sind unlesbar, das ist also einfach Soziologengeschwätz. Sozialphilosophen und Soziologengeschwätz zum Teil, was mit der Ausstellung gar nichts zu tun hat, wo man auch den Rückbezug auf die Ausstellung nur in ganz, ganz großen Schleifen schaffen kann, ja. Und wer ist schon bereit, Sozialphilosophen auf dem Umweg auf Schleifen zu folgen? Also ich nicht. Das Soziologengeschwätz hat es dann aber immerhin geschafft, dass ja doch Enweso versucht, es einer veränderten kulturellen Geografie in der Welt. Ja, richtig, weil die Ausstellung nachher auf ganz andere Welt. Die Ausstellung hat natürlich erlebt, dass er da durch die ganze Welt guckt. Das war vollkommen klar. Jetzt, das war klar von seiner Herkunft, ja, war das klar, dass es so wird. Aber das war die Ausstellung selber, fand ich gut. Das war die beste von diesen Ausstellung, sage ich mal. Von dem Komplex David bis Dürge. Da war die Enweso mit Abstand die beste, das war die intensivste. Nee, die hat sehr gute Aspekte gehabt. Mhm. Ja. Aber das andere, aber um dazu zu kommen, um die afrikanische Kunst etwas intensiver und die südostasiatische einzubeziehen, da muss ich mir nicht vorher die ganze Welt zu Füßen legen. In Diskussionsforen. Aber diese Ausstellung, ich sehe es auch so, dass das eigentlich dann die interessanteste von denen war. Auf der anderen Seite wird auch hier etwas deutlich, weil dieses Museum der 100 Tage oder es ist die Frage, inwieweit das angesichts dieser Unübersichtlichkeit, wenn wir sozusagen die Westkunstperspektive verlassen, inwieweit so eine Ausstellung noch in der Weise Impulse setzen oder Geschichte schreiben kann, wie es die frühen Dokumenten gemacht haben. Weil die Geschichte der Posthistoire, das ist ja klar, weil ich sage, eine Kunstgeschichte im Zeitalter der Posthistoire kann keine Kunstgeschichte im üblichen Sinn mehr sein. Das heißt, Belting, das Ende der Geschichte, der Kunstgeschichte, und in der Kunstgeschichte seinen Aufsatz geschrieben, sein Büchlein geschrieben, das ist durchaus normal. Das heißt, die Kriterien können nicht mehr die sein des Überblicks, der Ordnung, der Perspektiv für bis zum Fluchtpunkt und so, das kann es nicht mehr sein. Und das ist ein falscher Maßstab dann. Sondern dann ist es tatsächlich, dass wahrscheinlich ein neues, kein Ordnungsprinzip mehr, sondern ein Sammlungsprinzip vielleicht, wo man sagt, muss die Tragfähigkeit ist nicht mehr historisch begründet und gesichert, sondern die muss dann für sich existieren, von Werk zu Werk. Und das finde ich, das habe ich so empfunden auf dem Dokumentar. 12 war es, glaube ich, ja, der 11. Und da hat man, das ist das Ähnliche. Also jetzt komme ich nochmal auf Münster zurück. Ich habe immer wieder gesagt, die Chance von den jungen Studenten, die jetzt anfangen zu studieren, ist ja, dass sie von keiner Historie, von keiner Kunstgeschichte, von keinem Expressionismus, von keinem Ismen mehr abgedeckt werden, das ist ihre Gefahr, das ist das Risiko. Aber ihre Chance ist, dass sie vollkommen frei in ihre eigene Richtung gehen können. Das heißt, das führt jetzt, ob das individuell ist oder ob das von Ländern oder Nationen oder Kunstkulturen ausgeht, ist egal. Die Chance ist eine ganz große neue Freiheit. Dass man nicht mehr, früher konnte ein Künstler, wenn er nicht besonders intelligent war, von sich selbst sagen, ich bin Expressionist, ich bin Surrealist oder so etwas. Oder hat gar nicht gemerkt, dass dieser Ismus, auf den sich berufen, eigentlich eine Lächerlichkeit ist, von vornherein abstempelt. Mhm. Ja. Das konnten keine sehr intelligenten Künstler, es gab sehr viele. Wenn man denen sagt, du bist ja expressionistisch, weil in Köln, da gab es immer wieder,
dass er also immer ein heimlicher Expressionist, das war noch etwas besser, das haben wir ihm nicht sehr, der wirkte sehr rational und war ein heimlicher Expressionist, das fand er toll, weil da hat er sich gut verstanden gefühlt. Aber diese Rückendeckung durch die Kunstgeschichte, die ist verloren. Erstens, weil wir die Kunstgeschichte dieser von Südostasien und von Afrika nicht kennen, weil niemand sie kennt bei uns im Grunde, bis auf wenige Spezialisten. Zweitens, weil es wahrscheinlich auch eine völlig andere Form von Kunstgeschichte ist. Es ist eine viel knappere, viel dichtere Überlieferung wie Byzanz oder so, wo man immer macht das, was der Vater macht, wo man im Grunde genommen Repetition will, um das abzusichern. Das ist ein ganz anderes Prinzip der Bewertung, wie bei uns in den letzten 1000 Jahren nach Giotto oder so. Dass die nicht die Innovation entscheidend ist, sondern dass die Repetition, die getreue, magische, wertsichernde Repetition, das entscheidende. Natürlich kommt trotzdem, das ist der Witz, kommt trotzdem völlig andere Kunst raus, trotzdem gibt es Entwicklungen, aber das ist ein anderer Gesichtspunkt. Da kann unsere Kunstgeschichte kann auf die heutige Kunst nicht mehr angewandt werden. Das meine ich schon. Mhm. Ja. Also das ist ein Schlüsselsatz jetzt. Die Rückendeckung durch die Kunstgeschichte ist verloren, weil das erschwert natürlich gerade ein Konzept zu formulieren, auch als Suchanweisung. Weil das kann man auch als Konzept formulieren. Du musst versuchen, jede einzelne Arbeit muss das Ganze in sich enthalten. Das ist ja, zur Vergangenheit kann es keine Rückendeckung, das kann nicht mehr angeschoben werden, soll da gestützt werden. Aber dass man jede einzelne Arbeit muss total sein, weiß ich nicht, welche das schafft, aber das ist ein neuer Anspruch, den man auch an die Kunst hat. In dem Moment, wo die Kunst nicht mehr sich als System zusammenfügt, braucht es ja wenigstens Kunst sein. Also was man nimmt aus der Vergangenheit, das ist der Anspruch an Kunst, der Maßstab. Sie muss natürlich nach wie vor den Maßstab an Komplexität, an Ausgleich von Komplexität und Einfachheit, an Ausdruck, an Intensität, den muss sie standhalten. Dieser Maßstab ist meiner Meinung nach durch 20.000, seit Altamira und Lascaux unverändert. Und der ist der künstlerische Maßstab und der ist aus der Vergangenheit eigentlich zu sichern. Und deshalb, wenn man den nicht hat, dann meine ich, dann sollte man sich überhaupt gar nicht mit Gegenwartskunst mehr beschäftigen. Mhm. Früher haben wir den mitgeliefert bekommen, weil man da die Ismen hatte und da wusste man genau, das sind die Klassiker, da gab es einen Kanon. Der Verlust des Kanons, weil der ist in der Kunst genauso wichtig für den Künstler wie in der Rezeption für den, der liest oder Kunst betrachtet oder so. Und eine kanonfreie Zeit, die trotzdem den Maßstab, der zeitlos ist, erhalten will, die tut sich schwerer. Und die tut sich schwerer, vor allem in einem System zu arbeiten wie Documenta, die natürlich auf der Basis der klassischen Moderne letzten Endes entstanden ist und die immer wieder durch klassische Moderne abgestützt wird. Und was der Bürger gemacht hat, das war nicht Blödsinn, weil der versuchte das nochmal mit seinen Verbindungen, mit seinen 60er Jahren, die er da plötzlich reaktiviert hat, aufrechtzuerhalten. Das war auch ein Missverständnis meiner Meinung nach. Ihre Argumentation funktioniert jetzt noch oder funktioniert auf der Basis eines weiter existierenden Werkbegriffs. Als ich geguckt habe, was gibt es eigentlich für Vorschläge, perspektivische Ideen für zukünftige Dokumentausstellungen, bin ich wiederholt auf Positionen gestoßen, die statt das Format der Ausstellung eigentlich auf den Prozess umorientieren wollten. Also bei Tino Segal fand ich die Formulierung, ja, man müsse doch versuchen, sozusagen alternative Produktionsweisen oder andere Ansätze der Produktion von Kunst in den Vordergrund zu stellen. Das sind jetzt eigentlich Begriffe, die aus den Sozialwissenschaften herkommen. Nein, die kommen schon von Harry Seemann. Also zu diesem Begriff, dass die Kunst als Ausstellung, als Prozess, ist sogar ein Begriff von Harry Seemann gewesen. Er sagte damals 100 Tage Event. Damals wollte er, das war in Amerika, war aufgekommen, das Event, das hieß damals noch Ereignis und nicht Sensation. Und das ist ein großer Unterschied. Und das war Ende der 60er in Amerika eigentlich die Abkehr vom Werkbegriff. Wenn Attitudes become Form, war die Abkehr vom Werkbegriff. Rosalind Krauss, wie hieß ihr berühmtes Buch da, über die Object, dann The Objecthood of Objects von Don Schatt, oder wie heißt das Buch von Rosalind? Nicht Rosalind Krauss, von Lucy Lippert. Ach Gott, ja, mir fallen so schwer Titel ein, immer, muss ich sagen. Also es gibt ein Buch von
von Rosalind Krauss, wo sie einfach sagt, das Ende der Objekte. Mhm. Und ja, die, also ich muss ja auch der Werkbegriff, der, also schon die Konzeptkunst war das Ende des Werkbegriffs, ja, war seine Auflösung. Ja, und ja. Ah, das ist keine sehr neue Idee und diesmal auch etwas zu alt schon und im Grunde auch schon zu abgedroschen. Das war immer eine große, im Hintergrund der letzten 40 Jahre, war das schon immer eine Bedrohung für den Werkbegriff. Und der Werkbegriff hat sich natürlich bis jetzt immer wieder durchgesetzt. Ich bin nicht für den Werkbegriff. Ich brauche gar keinen Werkbegriff. Mein Werkbegriff kann auch Prozess heißen. Der kann auch offener. Nur ist eins klar, dann muss auch die Ausstellung sich, dann wird auch die Ausstellung zum Prozess werden. Das ist, und das klassische Beispiel, wie das gescheitert ist, war Harry Seemann, Documenta 5, hier zu angefangen und ist dann wieder beendet mit einer Pressekonferenz. Die Kunst kehrt ins Museum zurück. Mhm, genau. Ja. Und also so könnte es dem auch gehen, weil wenn man dann, wenn irgendwo man an der äußeren Form der Ausstellung festhält, dann ist es sehr, sehr schwierig, den Werkbegriff überwinden zu wollen. Das ist, da ist viel dran natürlich. Das ist, finde ich, sehr. Aber bis jetzt auf jeden Fall hat es noch nicht geklappt. Bis jetzt ist das Werk als Prozess doch sehr dünnblütig. Die Ausstellungen werden halt in der Regel sehr spröde und wenig sinnlich zugänglich, auch wenn wir denken, wie Kontextkunst der 90er Jahre sich so präsentiert hat dann in den Ausstellungen. Ja, aber kein Kontext hat, das ist so ganz klar. Kontextkunst können Sie nicht ohne Kontext präsentieren, ja. Das ist die Hälfte. Aber ich denke auch, aber Prozess A, das ist ja ein erster Begriff auch schon gewesen, als in den späten 60er, 70er Jahren. Und da gibt es natürlich schon, und die war mit dem Werk bei Eva Hesse zum Beispiel, ist eben, oder auch Bob Morris, ja, wo sich das alles verbunden hat, wo man dann selbst drückt, wo man sagt, der ganze Entstehungsprozess ist sichtbar und ablesbar im Werk selber. Und Eva Hesse war ein Musterbeispiel für mich, wo man sagt, die hat einerseits sind sehr transhistorische Sachen, die sie macht, die auch sich vielleicht sogar weil andere tropften weiter oder so etwas. Und das war trotzdem die Synthese von Werkbegriff und Prozess. Ja. Dieses gibt es alles schon. Das ist eine historisch inzwischen auch abgeschlossene Phase wahrscheinlich. Aber die Öffnung, die ganze mediale Kunst ist natürlich im Grunde auch ein Prozess, jederzeit abrufbar wieder oder so etwas. Aber ich sehe da noch keine starken Beispiele, die das Ganze eigentlich argumentativ erhärten können als Notwendigkeit und als sinnvollen Weg in die Zukunft. Ich fände es sehr schön, wenn es so käme. Aber ich sehe noch keine kräftigen Beispiele. Im Kontext dieser Frage können wir vielleicht nochmal zurückkommen auf ein Thema, das wir vorher kurz angeschnitten haben. Das ist eigentlich die Rolle der Künstler für die Gestaltung einer Ausstellung in Relation zum Kurator. Ja. Wiese Kuriger sah sich in den Arsenale in Venedig immerhin veranlasst, einige sogenannte Parapavillons, hat sie es genannt, einzurichten, in denen Künstler Raum für Künstlerkollegen gegeben haben. Ja, aber das ist was anderes. Das haben die Künstlerkollegen ja dann eingerichtet. Das heißt, da war die Entscheidung, wen man nimmt, haben die Künstler getroffen. Ja. Aber die Räume selber wurden dann von den Hostkünstlern, von den Künstlern, die sie eingeladen haben, die sie ermöglicht haben, zur Verfügung gestellt. Denn die Künstler haben die Räume selber eingerichtet. Das waren meist Installationskünstler. Das ist was ganz anderes. Zum Beispiel ist dieses, was jetzt gemeint ist, weil das ist das, was Stefan Huber gemacht hat, in Hamburg zum Beispiel. Er hat ja seinerzeit eingerichtet in Düsseldorf, die 19. und 20. Malerei 19. und 20. Jahrhundert, hat er im Kunstpalast eingerichtet. Ja. Ja. Dann hat Stefan Huber, auch der ist sozusagen ein Künstlerkurator, hat wunderbar, das war einer der besten Kunst im öffentlichen Raum, Projekte, was ich kenne, hat er in München eine Überbrückung von zwischen Schwabing und dem nächsten Ort, dessen Namen ich auch finde, ich erinnere mich, hat er einfach 15 Künstler eingeladen und die machten dann, was sie wollten. Aber er hat das Ganze koordiniert und arrangiert und sagt, du machst hier und du machst das. Also er hat das wirklich kuratiert, wie man intensiv kuratiert und es ist sehr, sehr gut gelungen. Das ist im Prinzip natürlich eine gute Möglichkeit, wenn die Künstler richtig sind. Nur die richtigen Künstler muss man finden. Die müssen ihre Aufgabe komplett verstehen, müssen es durchdringen und dann ist es eine wunderbare Möglichkeit. Es ist eine Alternative. Aber es ist kein Hauptweg meiner Meinung nach. Es ist immer ein Nebenweg, wird es bleiben. Ich fand die Formulierung sehr schön, die Lawrence Weiner gefunden hat diesbezüglich. Ja. Er hat nämlich geschrieben,
Das ist total witzig. The next documenta should be curated by an artist. Und jetzt der Omelette, genau. Ja. Sie kennen das. Ja. And the next omelette should be made by a carpenter. Ja, richtig, ja, ist ja klar. Ja, gut, okay, das finde ich richtig. Nur das ist keine Antwort. Das wie jeder Gag oder wie jede Poete ist natürlich keine Antwort auf ein Problem. Sondern das Problem bleibt natürlich. Das heißt, kann der Künstler kuratieren? Ist sowohl eine organisatorische Aufgabe wie auch eine intellektuelle oder konzeptuelle Aufgabe. Und die Künstler konzeptuell und organisatorisch sind eben manchmal nicht die richtigen, sinnlich, sensuell mögen sie die richtigen sein. Also ich glaube nicht, dass der Künstler der Brennpunkt ist, an dem man die ganzen Aufgaben in ihrer Komplexität zusammenführen kann, auf Dauer, oder jeder Künstler, dass daraus ein Prinzip wird. Im zurückliegenden Dezemberheft der Zeitschrift Art tauchte zum ersten Mal eigentlich ein paar inhaltliche Bemerkungen von der Kuratorin der Documenta 13 auf, weil Christoph Bargakiew machte eigentlich ihre Kunst oder legte ihre kunstwissenschaftliche Sozialisation offen und sagte, naja, sie käme im Wesentlichen natürlich aus der Arte Povera her und deshalb suche sie heute nach Künstlern, die wieder politisch agieren und sich mit Geschichte beschäftigen. Das klingt doch fast nach Ihnen, ne? Also schön wenn Katrin David redete, klang so wie bei uns. Also es klang eigentlich alles wie eine etwas kompliziertere Aufmotzung für den politischen und sozialen, der historische und politische und soziale, vor allem soziale und sozial-historische Dimension, wie auch immer. Aber ich glaube nicht, das ist, erstens mal ist mit Arte Povera erst in Turin richtig zusammengekommen. Sie hat vorher eher Sozialisation, hat garantiert nichts mit Arte Povera zu tun gehabt, weil sie ist erst in Turin. Sie wurde zwar berufen, weil sie da klar promoviert hat darüber, aber ansonsten ihre Sozialisation war in Amerika und die war gnadenlos amerikanisch. Das weiß ich auch. Ja, das hat sie weit von sich gewandt. Ja, sie würde immer in die amerikanische Ecke gesteckt. Ja, da kommt sie auch her. Ja. Gut, man wird sehen. Also wie gesagt, aber das sagt jetzt gar nichts. Arte Povera, also wenn ich Mario Mirz angucke, den ich hasse wie die Pest, ja, oder ich, also gut, dann hätte sie Pennone zum Beispiel ganz anders vorbereitet. Die hat Pennone, ich war in Turin, wir waren bei dieser Tagung in Turin, und da hat sie Pennone so richtig gehend abgedrängt. Richtig abgedrängt. Da bin ich mal eingeladen zu allem. Da hat er mir nachher erzählt. Ich fragte immer, warst du nicht da? Sagt er, da wurde ich mal eingeladen. Also irgendwo hat sie dann, wahrscheinlich ist sie dann doch die Merz- oder Kunellis-Schiene und die ist sehr, sehr eigenwillig und sehr arrogant, nicht arrogant, aber exklusiv. Die gibt sich ungeheuer exklusiv. Mario Mirz ist gestorben, Kunellis lebt noch, aber wie gesagt, die Marisa lebt immer noch und macht Terror. Aber wie auch immer, also ich halte nichts davon. Außerdem kann man auf dieser Basis einer historisch längst total abgeschlossenen Richtung mit vielen Schwächen, muss ich sagen, mit vielen Missverständnissen, kann man eigentlich sagen, das ist keine Basis für die Documenta, glaube ich nicht. Man wird sehen, was kommt. Also ist ja die Frage, ob in der aktuellen Kunst man solche Gut, weil Arte Povera ist ja eine Haltung, ja. Ist ja keine Kunst, ist eine Haltung im Grunde genommen. Und nicht, dass die Dinge jetzt armselig oder arm oder aus Asche sein müssen, sondern das ist eine Grundhaltung, die sehr italienisch aufgeblasene Haltung, dass man sagt, Kunst ist Politik, so im Sinne von Mario Mirz, der sich immer noch bis mit 32 Jahre später als 68er fühlte und auch so rumredete und so in seine scheiß Lyrik machte. Das ist für mich alles ungeheuer verdächtig und es ist sehr viel italienische Rhetorik dabei. Aha. Bei dem, wenn sie immer sagen, nach der Politiker, also das ist mir, da ist auch ein Schuss Berlusconi drin. Und ich glaube das nicht. Also wie gesagt, Pennone ist für mich die große Ausnahme mit einem ganz seriösen Oeuvre, ganz seriös mit guten Ideen, die tragfähig sind. Luciano Fabbro kann ich noch mit etlichen Arbeiten auch sehr gut finden. Mario Mirz habe ich überhaupt nicht gut gefunden. Ich weiß nicht, wieso, was man in dem findet. Kunellis finde ich auch ein Schwadroneur. Sowohl als Künstler wie auch als Kostbarmacher. Aber das ist okay, das ist jetzt ganz persönlich. Aber wie gesagt, ich glaube, nur ich habe was ganz anderes von der Caroline in Erinnerung. Nämlich das aus dem Art Bericht, ein kurzer Bericht und so der unter dem Strich, hätte man früher gesagt, ja, bei den Feuilletons. Also einfach, ihr Konzept ist, dass sie kein Konzept hat. Das ist mir im Kopf geblieben davon. Und das finde ich etwas wenig, muss ich sagen. Das war immer die Patentlösung, in jedem Fall, wenn es eingefallen ist.
Ja, das ist natürlich, wenn wir das Konzept als Suchbewegung oder als Orientierung für die Suche auffassen, zu wenig. Dann, dann kann man damit nichts finden. Ja. Das ist doch ganz klar, dass man kein Konzept. Konzept ist das Dokument, ich habe vorhin das Dokument abgewiesen, das Konzept immer viel zu früh schon komplett abgefordert wird, weil das braucht die, und das ist eine Sache der Distribution, nachher, damit die Journalisten das schreiben können, damit es geht. Und dann wird es zerrissen. Dann wird es zerrissen, das ist wie wenn man einen Bundeskanzlerkandidaten jetzt schon wählt, der ist in 2 Jahren verschlissen, weil alle Argumente, die man gegen aufbringen kann, werden dann summiert. Und deshalb Dokumentarkonzept war es teilweise ein bisschen ähnlich, ja. Also hat man es am Anfang verborgen. Am Anfang war es ein großes Geheimnis, bei ihr war es lange Zeit ein Geheimnis. Da hat sie daraus gelernt, dass man das, aber sie hat sich dann trotzdem darauf eingelassen, aber sie hat auch in Turin gar nichts gesagt. Sie war die Einzige, die sich zur Dokumenta überhaupt gar nicht geäußert hat. Wir alle haben ja unseren eigenen Kram da mal dargetragen, das war sehr unterschiedlich. Rudi Fuchs hat ein Gedicht von Würzburg vorgetragen und gesagt, das ist Poesie. So muss aus der Kunst sein. Das ist Poesie. Und wollte es nochmal vorlesen. Dann haben wir gesagt, das haben wir es gehört, ja. So, und Jan Huth war sehr intensiv. Also es war sehr verschieden, ja, wie die Leute ihre Dinge dargebracht haben. Der Rudi blieb, der er ist. Er hat einfach Poesie und Blumen. Der Blumengarten, wo er sagt, Mutter, da geht man in den Blumengarten, man pflückt die Blumen und so weiter. Was man mit den gepflückten Blumen macht, weiß er nicht. Bindet man wahrscheinlich einen schönen Strauß und stellt ins Wasser. Das war, aber Jan Huth hat ganz körperintensiv. Intensität. Und so hat er agiert und das war genau identisch im Grunde genommen. Und ich versuchte sehr sachlich genau, zu das sein. Ist ja jetzt Ihr Rat. Ich versuchte einfach zu sagen, was habe ich gemacht und das mussten wir kurz machen. Da hatten wir nur 20 Minuten Zeit bekommen dafür. Das war nicht furchtbar. Ich hatte 2 Ausstellungen vorgestellt in den 20 Minuten. Das war, ich habe es ein bisschen überzogen. Ja, was habe ich gedacht? Aber ich bin dann doch, da hört man richtig, da wurde man wieder zurückgepfiffen und das sehr eingeengt, ja. Und habe meines Erachtens, ich habe meine 2 Ausstellungen vorgestellt, ganz kurz, versucht die Grundlinien etwas ins Persönliche einzuebnen und zurückzunehmen. Ansonsten aber war das, was eben ich mir dazu einfiel. Aber ja, nee, ich blieb auf Distanz zu mir selber. Und das bleibe ich auch in Zukunft, das ist klar. Aber bei Jan war die völlige Identifikation, da ein bisschen die Körperbewegung rein. Rudi auch. Rudi hat den Blumengarten, den Wald mit wunderbaren Blumen repetiert. Der Ammann hat für Harry Seemann, da merkte man genau, dass er nicht komplett dahinter stand. Und da kam etwas über die Diskussion, die in dem Gremium, also in der Kommission oder der Dokumentargruppe waren, kam da über. Also Ammann hat dann gemacht, die Kübel Hyperrealismus, Runeff hat Konzeptkunst gemacht und da waren ungeheure Spannungen drin offensichtlich, ja. Harry Seemann hat sich dann auf die individuellen Mythologien kapriziert und so. Und dann haben sie zum Schluss noch Klaus Steck geholt für die politischen Plakate, also um die ganzen Bildwelten reinzubringen. Und Eberhard Roders für den Kitsch. Ja. Und am Schluss war es aber, das war alles sehr spannend, weil Harry Seemann hat alles abdenken durch die individuellen Mythologien. Da hatte jeder irgendwo Zugang dazu und konnte dann irgendwie auch seine eigene Geschichte anbinden. Diese Eingangstagung damals in Mailand, das ist jetzt ja auch schon, denke ich, zwei Jahre her. Ja. Wie ist das? Entstehen dann so in dieser Zeit dann im eigenen, also in Ihrem Hinterkopf, so Ideen, in welche Richtung man selber gehen würde? Nee, bei mir nicht. Also ich habe Dokumente abgeschlossen, mir reicht Dokumente. Über Dokumente habe ich nie wieder nachgedacht, muss ich sagen. Weil so positiv fand ich dann die ganze Erfahrung auch wieder nicht. Also gut, man hat sich oft, man muss Vortrag halten oder so, immer wieder mal, das kommt und wird man gefragt. Aber also das Kommentar war für mich abgeschlossen und wie Münster. Also wenn ich etwas gemacht habe, ist für mich immer vorbei. Und ich möchte dann im Grunde genommen, ich möchte nicht mehr rückblicken, außer man wird gefragt. Ja, wir haben ja vorher so über große Namen gesprochen, also jetzt im Kontext ja der Arte Povera. Und dann taucht ja irgendwann, wenn man so
an die nächste Ausstellung denkt, auf, was für aktuelle, was fällt mir ein, was ist mir augenblicklich wichtig an aktuellen Strömungen in der Kunst. Und da fand ich das interessant, da war auch, das ist nicht lange her, in der Kunstzeitung ein Kommentar von Wieland Schmid drin, ist ja der Bruder meines Doktorvaters gewesen, oder ist es immer noch. Und er bekannte so eine eigene... Wer war das? Wie heißt der Bruder? Der Bruder heißt Schmid Kowalczyk. Der hat noch den vollen Namen. Wieland Schmid hat den Vatername abgelehnt. Vater war ja Professor in Wien. Ah, das wusste ich alles gar nicht. Also eine uralte Professorenfamilie, so ein Geschlecht. Ja, Wieland war wahrscheinlich sehr kritisch, das kann man vorstellen. Er ist da sehr... Also er... Ja, und... Er schüttelt den Kopf über sich selbst und fragt, ob er noch... Er ist verunsichert. Genau, das wollte darauf völlig hinaus. Er bekannte so eine Ratlosigkeit angesichts nicht weniger Werke der Gegenwartskunst und machte da aber nicht nur sein Alter dafür verantwortlich, sondern schon auch die Entwicklung in der Kunst selber. Und jetzt gehen wir in eine andere Generation, bei Karl-Heinz Schmid oder Gabriele Lindinger in ihrer Kunstzeitung, war gerade in der letzten Ausgabe, auch schrieben sie auch oder beklagten sie sich über eine überwiegend belanglose Gegenwartskunst. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn wir so hinblicken auf die nächste Documenta, sind das zufällige, ist das eine Häufung zufälliger subjektiver Eindrücke oder gibt es objektive Gründe in der aktuellen Szene, die... Ja, also eines ist klar, starke Strömung gibt es nicht. Der Begriff der Strömung, wie man das vermaßgabelt, welche Strömung ist... Es gab Dokumenten bis zur Documenta 8 mindestens. Ja. Da gab es noch Richtungen und Strömungen, die waren wichtig. Und da wusste man schon fünf Jahre vor jedes Mal, was müsste eigentlich jetzt dabei sein. Man musste 1964, jetzt muss endlich die Pop-Art rein, die man dann 68 erst richtig reingebracht hat. Man musste 64, jetzt musste die Minimal-Art rein, die war 64 dann voll da. Es waren immer dann, musste man 72 bei Harry Sim, musste man jetzt muss die Arte Povera alles rein, mit allem Pipapo, da muss noch Minimal-Art rein, da müssen die Amerikaner, muss Environment rein, Ambiente rein. Da muss aber auch schon die Anfänge der Medienkunst sein, da muss der Hyperrealismus. Also Hyperrealismus war immer umstritten, aber war zweifellos Dokumentarthema, hat nie Probleme gehabt. Und dass die individuelle Mythologie, das war der Glamour, die im Grunde genommen alles irgendwie antatschen konnte, was außenrum war. Und Documenta 8 hatte schon gewisse Probleme gehabt. 6 jetzt. Hatte schon gewisse Probleme, das Thema zu finden, denn es war damals ein Stand erreicht, wo uns schon sehr bewusst. Es gab Zeitschriften, das war fast alles schon fünf Jahre sogar. Ausstellungs- von der Galeriebetrieb war sehr intensiv geworden. Es waren die Leute, die Besucher waren schon vorinformiert, sehr intensiv. Also musste man zum ersten Mal eigentlich durfte nicht nur die Kunst neu sein, sondern mussten auch die Gesichtspunkte neu sein, nach denen man die Kunst vorgeführt hat. Und das war meine, also habe ich sehr stark empfunden. Aber wir haben deshalb gesagt, also es kommt auch nicht nur auf das Was der Kunst, sondern das Wie der Kunst an. Das haben wir übertragen von der Ausstellung selber. Die musste jetzt neue Gesichtspunkte einbringen. Das haben wir gelernt, wie man das macht von Bartolt Brock natürlich. Das war sehr, hat eigentlich die Konsequenz aus der Documenta 5 gezogen mit seiner Besucherschule. Das war sehr produktiv, war nicht immer sehr harmonisch. Aber das muss bei Produktivität auch nicht zugrunde liegen. Und da haben wir schon mal die Wie-Frage gestellt und irgendwo waren die Strömungen, auf die man sich geeinigt hatte, wo man wusste, das ist jetzt wichtig, waren zu Ende. Die waren versickert. Und das ist meiner Meinung nach seit den frühen 90er Jahren der Fall gewesen, ungefähr. Die ganzen 90er Jahre hindurch gab es nur noch Delta, keinen starken Strom mehr, der mit starken Nebenarmen kam und so etwas, sondern es gab nur noch Delta und Sickerzone im Grunde genommen. Vieles ist dann verlaufen. Und das ist die offene Situation, und die sehe ich auch sehr stark, ich habe das auch mehrfach geschrieben, dass im Moment das hat auch mit der mangelnden Geschichte. Es gibt keine Ismen mehr, ob das starke Ströme sind, also das ist vollkommen egal. Aber es ist die Zeitalter der Kunstgeschichte, wenn man Geschichte betont, ja, der zusammenhängenden Entwicklungen und Verläufe, ja, ist, glaube ich, vorbei. Und jedes neue Werk muss sich selbst bestätigen und bewähren. Aus sich. Das ist eine große Chance.
Aber das zu und aber das natürlich dann zu formulieren und das auszudrücken und daraus schon wieder ein System zu machen, das ist eben sehr schwierig, weil es im Grunde genommen, also was die Franzosen sehr richtig erkannten mit dem Begriff Posthistoire und dass die große Erzählung zu Ende ist, aus ist, ja, das ist sicher richtig. Also muss man sich auf einen neuen, man muss sich auf einen ganzen, also im Mittelalter hätte man gesagt, muss ich auf einen neuen Nominalismus einlassen, nicht Realismus, Nominalismus in der Scholastik. Das heißt, die großen Überbegriffe, die zusammenhängen, sind tot und es ist nur das Einzelne in der Vereinzelung zu greifen. Aber diese offene Situation macht dann natürlich sozusagen, ja, versteht man dann die Ratlosigkeit, die gerade vorher am Beispiel von Wieland Schmid vorgeführt worden ist, weil natürlich die Qualitätsfrage künstlerischer Setzungen schwierig wird. Richtig, das wird sehr schwierig. Deshalb sage ich, umso wichtiger ist, dass man den Maßstab beibehält, der ist zeitlos und dass man eben nur umdenkt innerhalb des Maßstabes, dass man durch die Kriterien umdenkt, dass da nicht mehr historische Schlüssigkeit, Zusammenfassung von historischen Linien irgendwo maßstabbildend sein kann, sondern dass man dass jedes einzelne Werk in machen kann. Everything Goes ist auch, das ist eine Vorläufer-Situation, für die steht auch schon seit 15 Jahren oder also noch länger, liegt sogar die ganze Feierabendschule und so was. Das alles ist ja eine Vorbereitung für diese Entwicklung. Und nun muss man sich also sehen, was das Beste aus dieser Entwicklung machen. Man kann jetzt keinen Kopf schütteln, man kann sagen, ich verstehe die Kunst nicht mehr, ich verstehe die Welt nicht mehr, das ist alles eine denkbare Reaktion, die sehr klassisch ist auf dem Gebiet natürlich. Und gleichzeitig muss man sehen, wie man, wenn weiter produziert wird, möglichst das, die neuen Kriterien finden. Können Sie das noch weiter einkreisen, diesen Maßstab, wo Sie den Begriff der Zeitlosigkeit... Zeitlosigkeit ist, das ist eine bestimmte Form von Intensität in der Mischung von Komplexität und von Einfachheit. Irgendwie so allgemein, das ist sehr einfach und simpel, das kann man auch, da kann man darunter sagen, so ist es simpel, aber es ist zu simpel, das ist richtig, es ist simpel. Mehr kann ich aber da nicht allgemein sagen. Man kann jedes, weil es kommt noch was, es war schon immer so, dass man über Kunst nur angesichts von Kunst reden konnte. Man konnte Kunst nicht vermitteln aus der mangelnden Anschauung, sondern man konnte nur reden, wenn man davor gestanden hat oder mit ganz bestimmte Arbeiten wirklich vernünftig über Kunst begründen, was die Qualität ist. Über Qualitäten der Kunst konnte man nie vernünftig allgemein reden, sondern musste immer konkret reden vor einem ganz bestimmten Kunstwerk. Und diese Situation, die ist jetzt im Extrem gegeben, das ist jetzt die einzige Möglichkeit, die man noch hat. Und dann muss man sehen, dass man diese Komplexität wieder zusammennimmt. Dann muss man sie aber aus ganz verschiedenen Ecken holen und kann sie nicht mehr zur Kunstgeschichte holen. Jetzt könnte man den Bogen schlagen zum langjährigen Direktor einer künstlerischen Ausbildungseinrichtung, der Kunstakademie Münster, weil natürlich diese offene Situation und diese Schwierigkeit, sozusagen Maßstäbe zu bilden, natürlich wirkt auf die Frage, wie können sich Kunstakademien sozusagen zukunfts- und qualitätsorientiert weiterentwickeln? Indem aufstellen. Sie genau dem Rechnung tragen. Indem Sie genau, wenn ein junger Künstler malt wie ein Expressionist, das fängt mit der Prüfung, mit der Aufnahmeprüfung an, und wenn jemand malt heute wie ein Expressionist oder ein Surrealist, dann wird er fehlt er durch. Wenn er irgendeinen Schrott macht, dann findet immer irgendein Professor in der Prüfungsgruppe, der findet dann immer irgendetwas, was entwicklungsfähig ist oder so. Aber wenn man Expressionist ist oder Impressionist, so wie auch immer, dann ist man fertig. Ja, dann hat man ein Ziel schon angefangen und deshalb fallen die Leute durch. Deshalb fallen die sich bei irgendeinem Künstler schon voreinübten oder so, ja, die fallen alle durch. Die Harmlosen, die Unschuldigen, die Raffen und die Rohen, die kommen durch, weil da steckt noch irgendwie, sagt man, genügend Chaos drin. Auch Naivität, Unfähigkeit. Also das ist eine, aber das ist schon bei der Aufnahmeprüfung. Dann, was man in der Lehre macht, ist im Grunde genommen, das hat die Künstler, die guten Lehrer, haben das alle instinktiv gemacht. Die haben es nicht reflektiert, warum. Aber wir haben seit vielen Jahrzehnten schon als Prinzip der Kunstakademie nicht mehr der Lehrer gibt vor, sondern der Künstler gibt dem Lehrer eine Ahnung von dem, was kommen könnte, und der Lehrer versucht, dieses Pflänzchen zu gießen. Und das ist aber immer, es kann ganz anders, und das muss ein eigenes, individuelles Pflänzchen sein, was anders aussieht als die anderen. Und
das mehr weiter kann, die Kunstakademie als so eine Art Pflanzaktion zu machen, Begießaktion, kann sie nicht kommen. Das wäre überfordert, ja. Und nun gibt es eben welche, die wachsen gut, die wachsen gerade und die wachsen üppig und die einen blühen, die anderen nicht. Und das ist dann, da kann man Metaphern schwelgen, das ist, kann man immer machen, aber letzten Endes ist das die Kunstakademie. Man kann Kunst, das ist alles so uralt jetzt, aber so, man kann Kunst nicht lernen, man kann es nicht lehren, aber man kann natürlich den Jungs beibringen, was Kunst ist und was es, wenn man weiter selber Kunst machen will, sein müsste. So weit kann man sie bringen. Und da müssen sie keine Kunsthistoriker werden, da müssen sie nur Künstler mit Instinkt sein. Und dann, weiter muss man da nicht gehen. Also ich würde mich immer weigern, das noch genauer zu fassen, weil dann wird es schon wieder Einigung. Als wir neulich in Stuttgart waren, sind wir auf Willy Baumeister gestoßen. Ja. Von ihm gibt es den Spruch, wir malen keine Bilder, wir studieren. Ja, das auch. Also gut, da war ja die Welt aber irgendwie noch ja, vergleichsweise. Da war es genau die gleiche Welt, wie es heute schon ist. Das Ganze. Aber der Gegensatz von Fertigprodukt Vorbild und von Nicht-Fertigprodukt Studium oder junger Künstler war genau der gleiche. Die Polaritäten, deren junger Künstler gestanden hat damals, ja, er will immer als Fertiges, er will immer das Werk. Und die Wirklichkeit ist erst der Weg dazwischen, Weg und Werk. Und sie lenken und lassen. Das ist doch, das war ihm, das ist von, ach, das ist schon bei, in Florenz, bei Vasari und in der Eisenakademie der France, wo man es viel schärfer mit Dogmen hatte, ja, war das schon immer das Prinzip. Und das ist das Gleiche. Es bewegt sich immer zwischen Vorbild und zwischen Prozess, zwischen Lenken und Lassen, und das ist ein Ausgleich zu finden, das ist eben Unterricht, das ist Kunstunterricht. Und wenn man dann die Pole noch genauer benimmt, dass man da sagt, das jetzt, die werden dann müssen individuell benannt werden. Der eine ist einer, der arbeitet mit Farbe, ist aber ein schlechter Zeichner und so, dann sagt man, da darf man nicht mehr zwischen die beiden Pole, muss man einen Pol innerhalb der Farbe finden. Mhm. Also das sind dann, kann man nicht mehr theoretisch überlegen, das ist ein Instinkt. Mhm. An den Kunstakademien gibt es ja häufig so eine Zweiklassengesellschaft, oder habe ich so aus meinem eigenen Studium in Erinnerung. Da gibt es die, die sozusagen freie Kunst machen, und dann gibt es die Leute, die später Kunst vermitteln. Also in Münster war es nie so. War es eine Zweiklassengesellschaft? Nein, das war nicht. Zweiklassengesellschaft war es nie. Sie fühlte sich auch als Künstler. Ja, gut, ja, nee. Aber, es gab schon natürlich Unterschiede, und das war auch, und von der Haltung natürlich. Man wollte auch keinen Studentenausweis haben, in dem irgendwie Lehramt steht. Also ja, das schon. Ja. Aber ja, also es gibt da schon Eitelkeiten, und es ist schon, aber es war eben das. Aber Zweiklassengesellschaft würde ja für den Umgang untereinander gelten. Und das hat, also so habe ich das nicht erfahren in Münster. Also man musste schon vertuschen, wenn man auch Lehramt studierte, das war schon so. Einige haben es vertuscht, andere nicht, ja. Und die Lehramt studierten, die fand ich durchaus positiv. Also ich habe es immer als angenehm empfunden, weil die Lehramt, die hat sich etwas mehr für Kunstgeschichte interessiert, deshalb war man auf die angewiesen gelegentlich mal. Und die anderen Künstler, die haben sehr viel selektiver das angeguckt. Die haben geguckt, was kann ich irgendwie, was glaube ich, dass ich das wo glaubten sie, dass sie etwas anfangen können, wo bin ich angesprochen oder nicht. Das war selektiver, das war subjektiver. Und das andere war etwas mehr prüfungsbewusst, klar. Und das ist aber legitim, das war nicht schade. Das war eine Grundhaltung, bei beiden war im Grund das Extrem war etwas, oder die Extreme war, die Pole waren ausgeprägter. Aber dazwischen, das eigentliche Leben spielt sich dazwischen den Polen ab. Hm. Und das hat, ich habe nie festgestellt, dass also irgendwie Künstler und also das Lehramtskandidaten und kunstfreie Kunst, also ich wusste es erst ganz zum Schluss immer. Ja, das war aber eben eine Besonderheit, wirklich in Münster, das war mir auch gar nicht so klar. In Berlin sind es ja wirklich zwei Fachbereiche. Da sind zwei, das ist völlig anders, da ist ja klar. Ja, in München nicht mehr, inzwischen nämlich doch inzwischen wieder. Die haben es einige Zeit aufgegeben. Künstlerprofessoren, die für Lehrer zuständig sind. Aber von der Qualität kann man das nicht unterscheiden, weil es sind tolle Professoren. Ganz klar, natürlich. Nein, die haben absolut. Ja, das war der Trick in München. Das hat seiner der Wieland Schmied. Da war Wieland Schmied. War der Wichtigste, weil die haben tatsächlich diese Künstlerprofessuren eben austauschbar gemacht, von der Qualität her, ja. Und haben auch sehr gute Leute. Also München ist, und auch da war auch Ben Willigen sehr wichtig, na, der hat es eigentlich im Grunde auch genommen. Klar, wobei Ben Willigen ist also ein ganz, ist fast so schlimmer Künstler, was sein Selbstverständnis angeht, wie Lüpertz. Ja. Aber das hat er kapiert,
dass man den Unterschied nicht machen darf. Der hat eine Berufung nämlich durchgesetzt, ja, die eben auch die Lehramtskraft voll ernst genommen haben. Das einzige Wichtige ist aber, dass man die auch als Künstler ernst nimmt. Ansonsten ist es auch nicht gut. Und das hat sich in Münster bewährt, muss ich sagen, und da kann man, das ist doch okay. Der Kampf ist eigentlich ein Kampf der 70er Jahre, der Gründungszeit von Münster. Da war das ein großer Kampf, wo dann Herr Otto und so die ganzen Kunstpädagogen, ja, die haben einen großen Terror gemacht, da ich immer auf die spezifische Kunstpädagogenausbildung plädiert. Da hat sich seinerzeit, da hat Paul Isenrath große Verdienste darum gehabt und auch Scheel. Scheel hat auch große, weil Scheel fühlt sich immer gnadenlos als Künstler und der hat es dann durchgesetzt, und zwar in der Diskussion mit diesem, wie heißt es, Gerb Otto, Otto. Ja, 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 Günther Otto. Otto. Günther Otto, Günther ja. Otto, ja. Das muss also so ein Kunstpädagoge gewesen sein. Ja, und dann gab es noch einen anderen, der war nächste Generation, dann, wie hieß der? Der hat dann so ein Reklambänkchen gemacht, mal darüber über Kunst. Ich habe es da drüben stehen, aber ich will es nicht. Ist auch nicht so wichtig, ja klar. Auf jeden Fall, da war, spielte in der Diskussion richtig offiziell. Ich habe es in Singapur nachher, die ganze Diskussion, mal deshalb noch nach Singapur. In Singapur hat man mich geholt, damit ich, weil ich sagte, ich habe Erfahrung da in Münster. Ich hatte persönlich überhaupt keine Erfahrung damit, weil ich bin ja viel später gekommen, ja klar. Aber ich habe das irgendwie mal anders verfolgt und deshalb, ich war in Singapur, weil ich ja zwei Gastsemester mal gewesen jetzt. Und da haben wir das, den ganzen Kampf nochmal brav nach Münster ran und Muster durchgezogen. Aha. Ja, und jetzt ist Singapur auch gemacht, kein Unterschied mehr. Die können Prüfungen machen, die müssen da die Prüfungen, die müssen sehen, wie sie ihre Prüfungen schaffen. Und die sind also kein bisschen weniger, die sind sogar strenger und härter als in Münster. Weil die Chinesen, die stellen Ansprüche, das sind ganz andere, prüfbare. Die stellen Ansprüche, sind prüfbar. In Münster sind die Ansprüche meistens überhaupt nicht überprüfbar. Und das, in Münster hat man die Prüfungsordnung aufgelockert Richtung freie Kunst. Ja. Und da kann man, und in Singapur muss man richtig, da müssen richtige harte theoretische Prüfungen machen. Ja. Und da haben wir es aber, seit zwei Semester das gedauert und dann haben wir es durchgehabt, dass dieses Bildungsministerium das akzeptiert. Ich meine, es ist ja, ja angesichts der gerade der Unübersichtlichkeit, der Offenheit, der Schwierigkeit, der Qualitätsfragen, der Rezeptionshindernisse, die dadurch entstehen, schon eine Herausforderung für eine Kunsthochschule, auch sozusagen an die Perspektive der Vermittler zu denken. Und ja, vielleicht ist es ein bisschen ja, das Hamburger Problem, das wir haben, dass wir feststellen jetzt gerade, in Hamburg ist ein Riesenbetrieb und im halben Jahr bringen sie zwei Leute hervor, die in dem Bereich Kunstvermittlung die Akademie den, jetzt. Ja, ja, gehen, ja. Wie viele Studenten hat in Hamburg? 800 oder so, oder? Ja, ja, also nicht unerheblich. Ja, aber auch nicht extrem viel. Also wenn man denkt, was die Unis 16 bis 20 bis 25.000 Leute haben, ja, dann ist das immer noch eine sehr, sehr begünstigte Zahl natürlich. Ja, also die haben jetzt zwei Kunstpädagogen oder sowas rausgebracht, die Akademien. Also zwei Studenten, den Absolventen, zwei Absolventen. Ach, die ja. Kunsterzieher werden? Ja. Ja. Ach, das finde ich erstaunlich. Das ist in Münster nicht. Also Münster ist immer noch 40 zu 60 inzwischen, 40 Kunsterzieher. Nee, da dachte auch das Ministerium darauf. Also da würde, wenn man das in Münster, auch in Düsseldorf übrigens, ginge das nicht, da würde das Ministerium einfach Einspruch erheben. Dass sie wollen ihre Kunsterzieher. Im Moment sind ja Kunsterzieher auch wieder gefragt in Nordrhein-Westfalen offensichtlich. Und wenn dann nicht eine gewisse Produktion gewährleistet, dann wird man zur Ministerin gerufen. Wir haben komisch jetzt immer nur Ministerin oder immer nicht nur, immer Minister, ausschließlich Ministerin gehabt. Ja. Und dann gibt es da keinen Rüffel, aber dann fragt sie, woher kommt das? Und dann weiß man ganz genau, wenn das nächste Mal einen Antrag stellt, um einen Zuschuss oder so etwas, man kriegt Probleme. Also die machen das immer und sagen das ganz lächelnd, die Anke Brunz war das angefangen schon, die habe ich noch gut gekannt. Und die sagt dann lächelnd, ja gut, okay, wenn sie das nächste Mal eine Ausstellung wollen oder bezuschusst wollen, dann müssen sie eben Kunsterzieher produzieren. Ja, das hat man auch akzeptiert, weil man hat da drunter gelitten. Also das wird zum Beispiel, ja, das wurde mir nachher sogar gesagt von der Ministerin, als wir die beim Neubau. Da hatten wir ja den sehr, sehr billigen Voranschlag von 28 Millionen und 2 Millionen unterschritten, was in keinem staatlichen Gebäude, glaube ich, jemals passiert ist, ja, dass wir 2 Millionen hatten. Und dann, die war so verblüfft, sie sagte, also wir haben eigentlich schon 2 Millionen mindestens dazu gegeben, aber dachten, das wird wie üblich eben überschritten. Mhm. Und deshalb kriegen sie von uns jetzt für Neuanschaffung von Computer
ja 4 Millionen. Sie dürfen die 2 Millionen behalten und Sie können die 2 Millionen, die wir vorgesehen hatten, noch dazugeben. Dann haben wir 4 Millionen für Neuanschaffung im Bereich der Futterwerkstatt und der ganzen Computergeschichte. Mhm. Haben das also jetzt wunderbar, dass das die Foto, wir haben sofort ein digitales Schneidegerät bei der Fotografie, bei Video und so. Also wir sind jetzt bestens ausgestattet. Waren es, als ich weg bin. Ich so, Gott, das ist auch schon so lange her. Aber als wir da jetzt eingezogen sind, haben wir das alles sehr gut gehabt und haben das alles aus Einsparungen, das sind wir sofort auf uns übertragen. Wenn man da nicht, wenn man gerade mitten in so Diskussion, wir wollen Kunsterzieher nicht ausbilden oder sowas, wäre es nicht gegangen. Dann ist das, die ziehen da die Schrauben an. Und das erträgt man nicht, das hält man nicht durch, wenn man an der Hochschule ist. Konflikte mit Ministerium, daran ist Beuys gescheitert und daran ist Kricker letzten Endes nachher gescheitert. Also das hält man nicht durch. Es gibt ja manche Akademien, die versuchen, das dann an die Universität abzuschieben. Ja, das nennt es die Ministerien, das abzuschieben versuchen. Das heißt, bei uns die Grundschulausbilder, ja, die wurden abgeschoben. Die ganzen, die Elementarstufe, ja, die wurde abgeschoben an die Uni und die haben jetzt auch wieder zurückgeholt. Die wurden uns wieder zurückgegeben, ja. Haben wir dann zwei Dozenten gekriegt, die beide also nicht so furchtbar aufregend waren. Und, aber es hat sich gegeben jetzt. Aber ursprünglich war es doch Lilly Fischer. Ursprünglich gab es zwei Dozenten, wie hießen die? Die Namen erinnere ich schon gar nicht mehr. Dann war Lilly Fischer sollte das dann, als das wieder zurückgekommen ist an die Akademie. Dann hat Lilly Fischer soll das machen und die macht es auch bis heute mit. Ja? Nur Lilly hat eben dann mit ihrem Kurssystem und mit ihrem Spurensicherungssystem hat sie eben Methoden ausfindig gemacht, wo sie ohne weiteres oder Performance auch dabei, wo sie auch andere Künstler bedienen kann, die freie Kunst machen. Ja, und die hatten relativ, die inzwischen eine sehr große Klasse sogar, die hatte über 40 Leute und so und macht mit denen nicht die beste Kunst, bis auf gelegentlich, welche die würden es auch von sich aus können. Ansonsten macht sie aber durchaus also keine auffällig schlechte Kunst mit ihrer Klasse, das muss man sagen. Sie ist auch etwas besser geworden. Nicht sie selber, sie macht doch wirklich hübsche tief empfundene Zeichnung oder so etwas, ja. Aber, naja. Wurde aber zurückgeholt, schon an die Akademie, aus inhaltlichen Gründen, nicht nur aus Macht. Nein, ach, mit Macht, eine Klasse für Elementarstufe keine Macht, das ist eher eine zu bewältigende Schwachstelle. Mit Macht hat es gar nichts zu tun gehabt. Sondern es hat etwas zu tun mit Museum, mit Ministeriumspolitik, ja, und mit der Aufwertung erstens mal des Kunsterzieherjobs im Allgemeinen und des Elementarstufenjobs im Besonderen, ja. Und das sollte aufgewertet werden, das fand ich auch richtig. Also ich war immer der Meinung, dass Kunsterzieher in keiner Weise von schlechteren Künstlern ausgebildet werden dürfen als von allen anderen, sondern das als im Gegenteil. Der Anspruch an Kunsterzieher ist wahrscheinlich, das, was sie an Kunst transportieren, ist höher als das, was an andere Künstler, die Sammler bedienen müssen oder Galerien, gefordert wird. Nein, das war, deshalb, ich habe damit überhaupt kein Problem gehabt. Und deshalb, das hat auch funktioniert. Und Lilly hat es ja dann auch irgendwo, die hat eben mit ihrer Feldforschung, ja, hat sie irgendwie ein Raster gehabt, mit dem konnte sie das Ganze abdecken, ja, und kam dann noch mit ihrer eigenen Performance dazu, damit war ihr Ego befriedigt. Und das funktioniert bis heute. Ja, mit der Feldforschung ist man auf einem immer noch aktuellen Nerv der Kunst. Ja, und sie hat, und ich fand dann auch ihre beiden Protokollbüchlein, das bei Carlos Schmidt herausgegeben hat, die fand ich eigentlich sehr überzeugend, muss ich sagen. Da hat sie ihre ersten Projekte zusammengefasst und das ist nach wie vor lesbar, muss ich sagen. Jetzt sind wir schon bei den Kunstpädagogen. Vielleicht ist es auch das letzte Thema, das wir jetzt heute anschneiden können, nochmal den Gesichtspunkt der Kunstvermittlung aufzugreifen. Wiederholt fiel ja schon der Name Bad Sollnbruck und die Besucherschule. Das war natürlich sicherlich eine der ambitioniertesten Versuche in diese Richtung der Kunstvermittlung. Vielleicht noch ein Versuch, der nur im kleinen Maßstab dann funktionierte oder funktioniert hat. Der als Methode, glaube ich, überhaupt nicht funktioniert, sondern der nur im individuellen Fall, der sehr personengebunden ist, ja. Und was nämlich dazu kommt bei Bad Sollnbruck, das war ja auch, dass er sagt, Kunst erkennen und Kunst verstehen ist Arbeit.
Und das war für ihn eine absolute Gleichsetzung. Das heißt, der Batzen hat das Kunst definitiv dem Lustprinzip entfremdet. Das fand ich immer furchtbar bei ihm. Aber er hat immer darauf bestanden, es ist harte Arbeit. Und das ist ja auch, weil du dich da hart arbeitest, andere mögen sich Lust, mögen sich freuen oder so. Ganz klar. Mhm. Dass er freut sich, indem man hart arbeitet an Kunst. Das ist ja ganz klar. Mhm. Aber das war für mich immer, das was mein Einwand gegen sein Prinzip war, dass er die Leute eigentlich didaktisch auszehrte und überforderte und alles in einer Weise didaktisierte, ein didaktisches System brachte, wo er dann aber alles auch teilweise ziemlich verbogen hat, muss man in jedem System verbiegen. Ja? Und das war noch so ein 60er Jahre Weltverbesserungsmodell. Nein, das war 72, das war 72 noch. Da war es verständlich, wir hatten Weltverbesserungs war es nicht. Sondern das waren die Künstler, war die Weltverbesserung. Weltverbesserung war überhaupt nicht, sondern er wollte die Welt besser. Er wollte die Kunst verstehen. Mhm. Er war da schon sehr konsequent. Nee. Und er wollte die Kunst verstehen lernen. Er glaubte, Verstehen hat mit Kopf und mit Hirn und mit Denken zu tun. Mhm. Und Denken hat immer mit Arbeit zu tun für ihn. Und dadurch war es eine harte Arbeit in der Besucherstunde, die er nur aufgelockert hat durch theatralische Gags, wie seine Kellnerpositionen, so etwas. Oder dass er rumlief, dann mit der großen Klingel in zwei Stunden, in einer Stunde für die letzte Besucherzone statt, das ganze Haus hat geklingelt und gebrüllt. Er hat das also immer aufgelockert und dadurch waren die Leute es gar nicht gemerkt, dass es wirklich harte Arbeit sein müsste. Und das war gut. Deshalb, das war mit Sicherheit, war die Besucherschule auf der Documenta 5 die intensivere, die komplexere, wo er auch wirklich sich das selbst mal klar machte, wo er selbst zu Rande kommen musste mit dem Chaos, was in der Ausstellung selber ohne Zweifel von den Beständen her, von XP, was gezeigt worden ist, drin war. Und das hat er auf eine Ordnungsnummer gebracht, die funktionierte und die aufging. Und bei der 6 war es dann, bei der 8, weil 6 war es dann schwieriger, weil bei der 6, da habe ich ihn erst sehr spät, da sollte ich erst der Rattemeier machen und den habe ich dann in allerletzter Sekunde rausschmeißen müssen, weil er das, was er brachte, das habe ich halt was, was ich ihm vorher selber gesagt habe, das wollte ich dann nicht nochmal hören. Und das andere war dann einfach der Versuch, Batzen zu erreichen. Das war halt nichts. Da habe ich gemerkt, wie wichtig. Und in der Rattemeier, der nicht als Figur überhaupt gar nicht faszinosend ist, habe ich also gesagt, Volker, es geht nicht. Ja. Und war sehr sauer, hat aber 2 Jahre mit mir nicht mehr geredet, aber es ging nicht. Und dann habe ich Batzen Brock angerufen und habe gesagt, möchtest du die Besucherschule noch mal machen? Dann sagt er, wann soll ich kommen? Nächsten Morgen war Batzen Brock am Bahnhof um 8 Uhr morgens von Hamburg kommend, ja, und ausgestiegen, hat gerade ähnlich wie ich so ein 4-Tage-Bad gehabt, ja. Und ja, und dann haben wir zusammengesessen und haben gesagt, ja. Und dann hat er gesagt, ich mache es aber so und so, also du musst machen, wie du willst. Ich dachte auch, ich bin überhaupt gar kein Didakter, ich mag Didaktik sowieso nicht, ich bin auch kein Pädagoge, aber Batzen ist ein theatralischer Didaktiker, Pädagoge und ein so systematischer Didaktiker. Mhm. Und dieses beides, das ging sehr gut zusammen und hat auch eine gute Besucherschule gemacht. Also ich habe sie 2-3 Mal angehört und die war immer wieder spannend. Ja. Ja, und dann kam ja bei der Documenta 7 Rudi Fuchs, der das Ganze herausgedrängt hat, aus den heiligen Hallen sozusagen. Der hat alle Hallen heilig gemacht. Ja. Der war ein Heiligmacher, der Rudi. Und aber Didaktik oder Vermittlung war für ihn auch nichts. Er wollte, er hat das Lustprinzip, so wie er es verstanden hat, da verabsolutiert. Ja, und ich meine, dann bei der Documenta 8, das rechne ich jetzt sozusagen. Der Batzen hat ja übrigens auch da noch eine kleine Beschulung gemacht, ja, nur gegen den Willen von Rudi. Ohne Informationen durch Rudi Fuchs bei der 7, ja. Es gibt ein dünnes Bändchen, was Batzen noch gemacht hat. Es war irgendwo sein Zugang, wo gleich schreibt er jetzt, ohne dass er Rudi Fuchs da befragen konnte, das bedauert er sehr und so weiter. Aber er hat es noch mal gemacht, ja. Aber es war natürlich nichts mehr wert, weil ohne Informationen aus der Ausbildung kann man so etwas nicht machen. Und die Documenta 8 hat einen ganz anderen Weg begangen. Die Besucherschule war einerseits dieser sehr hoch aufgelegte Text oder das Büchlein von Günter Metken, das also sehr verständlich geschrieben war, der Kurzführer, der war sehr billig, ja, und dem sind 240.000 Exemplare verkauft worden, ja. Also der war dann wirklich das erste Mal ein Geschäft gemacht, der hat mir gesagt, das erste Mal in seinem Leben, dass man ein Buch etwas verdient hat, er wollte nämlich vorher ein Honorar. Und er hat sich vorgestellt, 25.000 Euro, das war für ihn irres Honorar. Und ich sage, mach kein Honorar, mach Prozente.
Und dann hat er tatsächlich durch 5% zu kriegen nachher und hat er also nachher wirklich das Zehnfache fast erst vor Jahren gekriegt. Ja, hat er sehr sich gefreut, ja, muss ich auch sagen. Ja, hat mich auch gefreut natürlich, ja. Sonst Besucherschule gab es nachher sonst nicht mehr. Aber ich meine, das ist jetzt dann ja die Zeit der zunehmenden Besucherzahlen und der Notwendigkeit, sozusagen nicht mehr mit einer Person sozusagen Besucherschule machen zu können. Ich erinnere mich, das war bei der Dokumenta 8, wir waren ja 17 Leute. Wir waren in Rotenfelde waren wir ein Team von 12 Führungen. Wir haben 400 Führungen gemacht in Rotenfelde, jeweils 25 Leute.